Ja, guten Abend hier im katholischen Stadthaus zur Glaubensinformation hier in Wuppertal. Unser Thema heute lautet Alles nur symbolisch, eine Einführung in die Eucharistiefeier. Hier in unserer Runde sind einige Gesichter, von denen ich nicht weiß, ob sie schon öfter hier waren. Deswegen sage ich am Anfang meine kurze Begrüßung hier oder eine kurze Einführung. Die Glaubensinformation hier in Wuppertal findet grob gesehen alle 2 Wochen statt. Sie orientiert sich im Jahresturnus am Glaubensbekenntnis. Da hangeln wir uns ein bisschen entlang mit so einigen entsprechenden Zwischenbemerkungen oder Zwischenthemen. In der Regel wechseln wir zwischen theologisch-systematischen Themen und biblisch orientierten Themen ab. Heute ist eher ein systematisches Thema. Das ist ja eine Runde, die hier völlig offen ist, die hier völlig offen zusammenkommt. Man muss sich nicht abmelden, man muss sich auch nicht anmelden, man darf einfach kommen. Was ganz selten passiert ist, dass wir es ganz kurzfristig mal absagen müssen, weil irgendetwas dazwischen gekommen ist. Und damit Sie dann nicht hier, gerade bei dem Wetter, das wir jetzt draußen haben, hier vor der verschlossenen Tür stehen und umsonst gekommen wären, würden wir versuchen, Sie telefonisch zu erreichen. Deshalb dürfen Sie uns, wenn Sie wollen, hier Ihre Telefonnummer hinterlassen. Sie müssen das nicht tun, ist keine Anwesenheitsliste, ist es mehr ein Angebot zur Sicherheit. Wenn irgendetwas passieren sollte, dann können Sie sich hier eintragen. Ansonsten hilft auch immer ein Blick auf unsere Homepage. Wenn da steht, es findet statt, findet es auch statt. Wenn wir dann doch ganz kurzfristig absagen müssten, würde ich es auf der Homepage schreiben. Es gibt so eine einzige Zeitlücke zwischen 6:30 und 6:45, da sitze ich im Auto. Wenn mir da was passieren sollte, dann kann ich auch die Homepage nicht mehr umprogrammieren. Das würden Sie dann merken, dann wäre etwas ganz schief gelaufen. So viel der Vorrede. Wir steigen ins Thema ein. Es geht um die Eucharistiefeier, speziell auch um die Symbolik der Eucharistiefeier. Da wollen wir uns heute etwas näher mit auseinandersetzen. Jetzt muss ich gucken, Sie finden auch bei mir im Büro noch einen Stuhl. Ja? Die Eucharistiefeier wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil als Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens bezeichnet. Das ist eine sehr bemerkenswerte Formulierung, Quelle und Höhepunkt. Das heißt, von der Eucharistiefeier geht eigentlich alles aus und auf die Eucharistiefeier führt alles hin. Wenn wir das jetzt mal speziell auf die sonntägliche Eucharistiefeier anwenden würden, würde das heißen, in der sonntäglichen Eucharistiefeier empfangen wir den Auftrag für die kommende Woche, als Christen zu leben, werden zugerüstet, werden gestärkt und die Woche führt ihrerseits aber wieder auf die nächste sonntägliche Eucharistiefeier hin. Das ist in sich schon sehr bedeutsam, weil wenn wir gleich uns den Ablauf der Eucharistiefeier anschauen, dann werden wir merken, dass gerade am Schluss der Heiligen Messe, wo es im Deutschen ja heißt, geht hin in Frieden, im lateinischen Original eigentlich steht, ite missa est, geht, ihr seid gesendet. Das heißt, die Eucharistiefeier steht in sich nicht als erratischer Block, sondern ist eigentlich eingewoben, verbunden mit unserem Alltag. Das ist ein Topos, den wir schon in der Heiligen Schrift, etwa insbesondere im Jakobusbrief, finden, dass der Glaube für sich nie alleine oder Glaube für sich alleine ohne Konsequenzen in der Tat, im Handeln, so schreibt es Jakobus in seinem Brief, ist wertlos. Das heißt, Eucharistiefeier, speziell sonntägliche Eucharistiefeier und alltägliches Handeln stehen eigentlich in einer sehr engen Verbindung miteinander. Daher die Formulierung des Zweiten Vatikanischen Konzils, Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens. Es kommt ein weiteres hinzu. Von den 7 Sakramenten, die wir haben, gehört die Eucharistiefeier neben der Taufe und der Firmung zu den sogenannten Initiationssakramenten. Die Initiationssakramente, wer diese 3 Sakramente empfangen hat, die Taufe, die Firmung und mindestens einmal die Eucharistie bei der Erstkommunion, der ist Christ, die ist Christin mit allen Rechten und Pflichten. Von den 3 Initiationssakramenten sind Taufe und Firmung die beiden Sakramente, die einen sogenannten Charakter indelibilis, ein unauslöschliches Prägemal verleihen. Wer getauft ist, der ist getauft, kann man nicht mehr zurücknehmen, kann man und darf man auch nicht wiederholen. Dasselbe gilt für die Firmung. Die Eucharistiefeier ist ein Sakrament oder eine Feier, die wir theoretisch jeden Tag miteinander begehen und feiern können. Wir können die Kommunion so gesehen jeden Tag empfangen. Man merkt aber schon, dass natürlich dann eine ganz enge Verbindung dazwischen besteht, denn
Taufe und Firmung sind ja sehr stark hingeordnet auf Tod und Auferstehung Jesu Christi. Gerade die Taufe, in der ja das zentrale Ereignis unseres christlichen Glaubens von dem Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, die Verse 14 bzw. 17, da wiederholt das in ähnlichen Worten, sagt, wäre er nicht gestorben und auferstanden, unsere Verkündigung wäre sinnlos und unser Glaube umsonst. Das heißt, Tod und Auferstehung Jesu Christi sind das zentrale Datum des christlichen Glaubens, das ja in der Taufe sogar, oder durch das wir in der Taufe symbolisch hineintreten. Die meisten in unserer Runde dürften als Kinder getauft sein. Ich war 3 Wochen alt, als man mich durch die Taufe in die Kirche aufgenommen hat. Es gibt Fotos, die zeigen, dass ich dabei war, aber ich habe ob meines doch sehr jungen Alters keine aktive Erinnerung mehr daran. Wenn man als Erwachsener getauft wird, dann ist das schon auch eine Entscheidung, weil man zuvor natürlich das Glaubensbekenntnis ablegt und dann in diese bewusste Entscheidung hinein auch getauft wird. Und bei einer Erwachsenentaufe werden ja tatsächlich auch die 3 Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, innerhalb eines Gottesdienstes gemeinsam gespendet bzw. empfangen. In sich ist das Taufsakrament von seiner Symbolik ja, aber gerade dieses Untergetauchtwerden unter Wasser, das wie zum Grab wird, man stirbt mit Christus, wird aus der Taufe gehoben, japst vielleicht sogar nach Luft und zieht das neue Leben ein, man ersteht symbolisch auf, man hat also existenziell in diesem eigentlichen Ritus der Taufe, der Tauferfahrung, dieses mit Christus sterben, mit Christus auferstehen drin. So beschreibt es Paulus ja im Römerbrief. Die Eucharistiefeier nimmt uns aber immer wieder in dieses Taufgeschehen hinein. Denn zum einen sprechen wir ja während der sonntäglichen Eucharistiefeier Sonntag für Sonntag das Glaubensbekenntnis, das ja eigentlich das Taufbekenntnis ist. Und wir feiern Tod und Auferstehung in der Gegenwart Jesu in den Gestalten von Brot und Wein. Von daher ist die Eucharistiefeier sicherlich das zentrale Sakrament, an dem zumindest für uns in der römisch-katholischen Tradition der Glaube immer wieder auf den Punkt gebracht wird, indem wir uns in das Heilsgeschehen Jesu Christi hineinbegeben. Wir schauen uns jetzt erstmal den Ablauf der Eucharistiefeier an, wie die inneren Zusammenhänge der einzelnen Teile dieses Gottesdienstes sind, um von da aus dann so ein Stückchen weiter voranzukommen, was denn auch dann der innere Gehalt dieser Eucharistiefeier ist. Denn in der Tat ist ja die Eucharistiefeier dann auch, und das muss man in einer Stadt wie Wuppertal, wo wir Katholiken ja in der Minderheit sind, mit etwa 23% oder 22,7% Bevölkerungsanteil sagen, das ist ja eine Stadt mit einer stark reformierten Tradition und der Streit um das gemeinsame Abendmahl, der wird ja immer wieder neu belebt. Da muss man vielleicht dann auch was dazu sagen, wie sind denn die unterschiedlichen Verständnisse und warum ist gerade dieser Punkt dann schwierig. Das wird uns aber in der zweiten Teil des Abends etwas näher beschäftigen. Damit wir wissen, worüber wir reden, schauen wir uns erstmal die Eucharistiefeier an, wie wir Katholiken sie in der römischen Tradition feiern. Auch das muss ich betonen, denn es gibt eine ganze Reihe von auch auf die Frühzeit der Kirche zurückgehende andere Konfessionen, mit denen wir als Katholiken aufs Engste verbunden sind, wenn wir nicht sogar in Kirchengemeinschaft mit ihnen stehen, die einen anderen Ritus haben. Das sind vor allem die orientalischen Christen bzw. die Christen, die der orthodoxen Tradition folgen. Die feiern die sogenannte göttliche Liturgie, die auf Johannes Chrysostomus zurückgeht. Im Kern wird man da wesentliche Elemente, die wir haben, auch finden, aber der Ritus ist doch anders. Wir sind eben römisch-katholische Christen, weil wir zur katholischen, zur allumfassenden Kirche gehören und dabei dem römischen Ritus folgen. Und diesen römischen Ritus, den möchte ich Ihnen jetzt am Anfang, ich will nicht sagen kurz darstellen, aber doch so, dass Sie hoffentlich einen Einblick bekommen, wie sind die Zusammenhänge denn da. Ich zeichne mal hier in der Flipchart hinter mir jetzt eine Linie an. Diese Linie ist ein Spannungsbogen. Spannungsbogen heißt, es geht um Dramaturgie. Es gibt 2 Spannungshöhepunkte, wie wir gleich sehen werden. Weil es geht also nicht, die Frage ist nicht, ist wichtig, ist unwichtig, sondern es geht um die Anbahnung von Spannungshöhepunkten und entsprechende Entspannungsphasen dazwischendurch. In diesem Sinne ist die idealtypische dramaturgische Kurve einer Eucharistiefeier, sieht etwa so aus. Und dann haben wir hier schon 2 Spannungshöhepunkte. Ich muss mal ganz kurz die Kamera etwas höher stellen, wenn man sonst meinen Kopf nicht sieht. Es gibt dann so komische Kommentare immer. Wir haben 2 Spannungshöhepunkte. Auf diesem Spannungshöhepunkt hier wird das Evangelium verkündet. Und
Und auf diesem Spannungshöhepunkt hier findet das Hochgebet statt. Hochgebet. Diese beiden Spannungshöhepunkte tragen in sich den Gedanken, die Gegenwart Gottes in einer besonderen Weise bewusst zu machen. Gott ist immer und überall da. Da ist keine Frage, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Klar ist er immer und überall da. Das Problem ist nur für uns Menschen, was oder wer immer und überall da ist, das ist alltäglich. Wir gewöhnen uns daran. Wir nehmen es nicht mehr als besonders wahr. In der Eucharistiefeier brauchen wir deshalb diese Höhepunkte, um diese Allgegenwart Gottes uns in einer besonderen Weise zu Bewusstsein zu bringen. Hier in der Verkündigung des Evangeliums, Jesus Christus spricht gewissermaßen selbst zu uns. Und hier im Hochgebet, in der durch Epiklese, die Herabrufung des Heiligen Geistes, durch die Rezitation der Einsetzungsworte Jesu, das sind die Worte, die Jesus beim letzten Abendmahl gesprochen hat, aber auch durch vielfältige andere Elemente im Hochgebet, Brot und Wein in Leib und Blut Christi gewandelt werden, zumindest nach unserem römisch-katholischen Glauben. Hierzu muss man was sagen. Früher, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gab es die Auffassung, dass die Wandlung der Gaben von Brot und Wein durch das Sprechen der Einsetzungsworte geschieht. Dies ist mein, wenn der Priester spricht, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, dann würden Brot und Wein gewandelt. Das war die Haltung, die man vor dem Konzil hatte. Dies ist mein Leib, heißt auf Lateinisch hoc est enim corpus meum. Das heißt, es war so ein bisschen der Eindruck, der Priester kann zaubern, zumindest war das vor Balchon, wurde das so bedeutet. Unser Hokus Pokus, hoc est enim corpus meum, Hokus Pokus, hat damit zu tun. Das ist eine Verballhornung der lateinischen Einsetzungsworte. Sie können daran sehen, wie weit der Glaube ins alltägliche Leben hineinreicht. Das ist schon bemerkenswert. Das sehen wir heute nicht mehr so, sondern das Hochgebet in seiner Gänze bewirkt die Wandlung der Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Wir können jetzt nicht mehr sagen, guck mal, jetzt ist es passiert. Wir können nur sagen, innerhalb des gesamten Hochgebetes geschieht da etwas. Was da geschieht, schauen wir uns an einer etwas späteren Stelle nochmal an. Insgesamt muss ich sagen, gibt es bei diesem Ritus, den ich jetzt gleich etwas näher entfalten werde, drei Quellen, aus denen sich das im Wesentlichen speist. Das eine ist eine uralte jüdische Quelle. Das zweite eine römische Quelle, der römische Staatskult hat sich ausgewirkt. Das ist so etwa ab dem 4. Jahrhundert verstärkt der Fall, als durch das konstantinische Edikt das Christentum zur Staatsreligion wird. Und dann kann man auch einen germanischen Einfluss feststellen, der sich so etwa ab dem Jahr 900.000 bemerkbar macht. Der wird heute in dem, was wir heute machen, nicht ganz so stark vorkommen. Vielleicht gibt es einen Aspekt, wo ich das etwas deutlicher machen kann, aber diese drei Einflüsse oder diese drei Quellen haben wir. Wie gesagt, die ältesten Wurzeln gehen tief ins Judentum zurück. Das werden wir gleich an einer Stelle auch sehen. Der erste Teil, Sie merken, wir haben zwei Teile des Gottesdienstes. Der erste Teil wird auch als Wortgottesdienst bezeichnet. Da geht es um das Wort Gottes. Und der zweite Teil heißt Eucharistiefeier. In Eucharistiefeier steckt das griechische Wort Eucharistein drin, das heißt danken, das ist also die Dankfeier oder die Dankfeier. Und interessant ist, dass dieser Begriff für den zweiten Teil gleichzeitig auch als Begriff für das Ganze verwendet wird. Wir sprechen sowohl von dem Ganzen als Eucharistiefeier oder Heilige Messe, als auch als Bezeichnung für den zweiten Teil des Gottesdienstes. Man kann diese Gottesdienstteile sogar räumlich verorten, wenn wir uns mal hier so eine schematische Kirche vorstellen, dann haben wir hier den klassischen Altar und dann auf die Seite male ich mal den Ambo, der vom Konzil auch als Altar des Wortes bezeichnet wird. Hier wären jetzt in so einer klassischen Wegekirche, das sind so die klassischen Kirchen, die wir die üblicherweise kennen, die Bänke. Dann findet dieser erste Gottesdienstteil hier am Ambo statt, am Altar des Wortes, und der zweite Gottesdienstteil, grob gesehen, an dem Altar, der auch Altar des Brotes genannt wird. Das hat einen schönen Nebeneffekt, wenn die sonntags zu spät in die Kirche kommen, sie machen die Tür auf, sie stehen im Windfang, dann genügt ein Blick, wo steht der Priester oder jemand anders, steht er hier, dann sind sie nur ein bisschen zu spät,
steht er hier, dann steht sie ziemlich zu spät. Das heißt, ein optisches Signal ist die Messe schon weit fortgeschritten oder weniger weit fortgeschritten. Jetzt habe ich schon den Begriff des Altars eingeführt. Altäre sind zumindest in einer katholischen Kirche ganz wichtige Orte, weil sie eben mit dieser Vergegenwärtigung Gottes, mit diesem Bewusstmachen der Gegenwart Gottes zentral zusammenhängen. Altäre sind die Orte, an denen die Allgegenwart Gottes aus der Alltäglichkeit hervorgehoben und uns in einer besonderen Weise zu Bewusstsein gebracht wird. Deswegen hier Evangelium, Ambo, Altar des Wortes, Hochgebet, Altar des Brotes. Das Ganze fängt an mit einem Einzug. Streng genommen fängt die Messe sogar vorher an. Denn der Priester und die Ministranten stehen ja schon in der Sakristei und der Priester spricht dort die Worte aus einem Psalm: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, die Messdiener antworten, der Himmel und Erde erschaffen hat. Eigentlich fängt die Messe an dieser Stelle schon an. Für uns als Gottesdienstteilnehmer sichtbar, aber mit dem Einzug, wir hören in der Regel das Glöckchen, wir nehmen Haltung an, wir stehen auf und dann zieht der Priester mit der Altarassistenz, mit den Messdienern ein. Das ist was klassisch Römisches. So wie der Priester hier mit den Messdienern einzieht, so zog früher in Rom der Senator mit seinen Liktoren durch die Stadt, mit seiner Leibwache. Da haben wir also einen sehr starken Bezug quasi zum alten römischen Kult, da kann man sehr schön den römischen Einfluss sehen. Nach dem Einzug jedenfalls kommt die Begrüßung. Begrüßung heißt in diesem Sinne nicht, schön, dass Sie alle da sind, sondern Begrüßung ist der liturgische Gruß. Also erst das Kreuzzeichen und dann der liturgische Gruß. Der Herr sei mit euch, der Priester, und die Gemeinde antwortet und mit deinem Geiste. Von der Bedeutung her wünscht der Priester uns die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Gottes. Unsere Antwort ist eine sehr höfliche Formulierung von dem, was wir umgangssprachlich als Danke gleichfalls bezeichnen würden. Wir wünschen ihm diese Gegenwart zurück. Das ist schon bemerkenswert, weil an dieser Stelle die Rolle des Priesters klar wird. Denn der Priester handelt während der Heiligen Messe, der lateinische Fachausdruck ist, in Repräsentatio in Christi Capitis. Er repräsentiert Christus als das Haupt der Kirche. Bereits in der Begrüßung sagt er uns diese Gegenwart Jesu zu, denn es ist Jesus, der mit uns den Gottesdienst feiert. Hier kann ich schon einen Begriff einführen, der für unser katholisches Gottesdienstverständnis wichtig ist. Für uns heißt Gottesdienst nämlich primär Vergegenwärtigung. Wir wiederholen nichts, wir erinnern uns auch nicht bloß, sondern wenn wir Gottesdienst feiern, geschieht immer etwas jetzt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft fallen in eins. Ich werde auch später nochmal an einer Stelle, wo das sehr schön deutlich wird, ausführlicher zu sprechen kommen. Also das Stichwort ist Vergegenwärtigung. Deswegen spricht der Priester am Anfang den liturgischen Gruß, der Herr sei mit euch. Das ist übrigens ein Gruß, der nur den Klerikern vorbehalten ist. Wenn ich als Laie eine Wortgottesdienstfeier habe, sage ich diesen Gruß nicht, denn ich spreche nicht in Repräsentatio in Christi Capitis. Ich würde vielleicht sagen, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn und sie antworten, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das sind so feine Unterschiede. Es markiert aber gleichzeitig auch die Rolle des Priesters, denn die Messe ist nicht Werk des Priesters, sondern Handeln Christi an uns. Gottesdienst an uns. Sagt ein Priester hier, was hin und wieder vorkommt, ich begrüße Sie und ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier im Gottesdienst erschienen sind, signalisiert er gleichzeitig damit, dass er seine Rolle nicht so ganz klar hat. Denn wir sind ja nicht seinetwegen gekommen und er ist nicht der Einladende, sondern wir sind der Einladung Christi gefolgt. Die Begrüßung signalisiert das direkt am Anfang. Meistens wird übrigens zum Einzug ein Lied gesungen. Dieses Lied hat dramaturgisch eine ganz wichtige Funktion. Denn bevor wir dieses Lied singen und vor dem Einzug, sind wir ein Haufen mehr oder weniger zufällig versammelter Menschen in der Kirche. Wir kennen uns vielleicht, haben uns auch begrüßt, aber eigentlich sind wir so mehr oder weniger unverbunden nebeneinander. Liturgie soll aber die gemeinschaftliche Feier des Glaubens sein. Wir müssen also erstmal aus einem Haufen von Menschen eine Gemeinschaft, die feiert, machen. Wie macht man das? Indem wir alle zusammen ein Lied singen. Dieses Singen des ersten Liedes zum Einzug ist die erste gemeinschaftliche Handlung, die wir machen. Aus einem Haufen bunt versammelter Menschen wird in diesem Moment eine Feiergemeinschaft. Das ist, wenn man Gottesdienste vorbereitet, eigentlich wichtig zu beachten.
weil dieses erste Lied tatsächlich eins sein muss, das auch alle gut mitsingen können. Kann man bei Hochzeiten manchmal beobachten. Da wird dann so das Best-of gesungen, was man aus seiner Jugendzeit kennt. Und dann kommt so als erstes Lied, was weiß ich, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ruf oder irgendwie so etwas. Das können die älteren Semester vielleicht gar nicht mitsingen. Man merkt plötzlich, da fängt was an zu schwimmen. Das erste Lied ist ganz wichtig, weil es die Gemeinschaft konstituiert, die Gottesdienstgemeinschaft konstituiert. Ähnlich ist das letzte Lied, das Schlusslied, das man singt, schafft die Gestimmtheit, mit der wir dann in unserem Alltag, in die Welt zurückkehren. Ist das wieder ein Lied, das kaum einer mitsingen kann, werden Sie das merken, weil die Leute eigentlich denken, hoffentlich ist es bald vorbei. Ist das ein Lied, wo alle nochmal, was weiß ich, großer Gott, wir loben dich oder sowas, dann werden Sie merken, mit dieser Gestimmtheit verlässt man dann auch tatsächlich den Gottesdienst und geht in den Alltag zurück. Sie merken, wie das nicht so ganz beliebig ist, was man da tut, sondern wie die Dinge eine spezielle Funktion auch haben im Gottesdienst. Jetzt haben wir uns begrüßt mit dem liturgischen Gruß, die Gegenwart Jesus uns zugesprochen worden. Jetzt sagt Christus ja selbst, bevor ihr zum Altar tretet, versöhnt euch oder versöhne dich mit deinem Nächsten, mit deinem Bruder. Deswegen steht am Anfang des Gottesdienstes der Bußakt. Der Bußakt ist im Prinzip so eine Art, so ein kleiner Schwellenritus. Das, was uns belastet aus dem Alltag, wollen wir zurücklassen, um uns frei zu machen für das, was jetzt im Gottesdienst kommt. Der Bußakt kann im Gottesdienst auf dreierlei Weise vollzogen werden. Die sogenannte Form A ist das allgemeine Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe und so weiter und so weiter. Dann gibt es eine Form B, das ist im Prinzip ein gekürztes Schuldbekenntnis. Und danach, nach Form A und Form B, man bekennt die Schuld, dann spricht der Priester die Vergebungsbitte und dann kommt das Kyrie. Jetzt werden Sie vielleicht in einige Augen gucke ich, weil rein statistisch gesehen, zumindest aus meiner Wahrnehmung, ich habe das nicht objektiv untersucht, das ist meine subjektive Statistik. Sie merken, das allgemeine Schuldbekenntnis kann ich gut auswendig sprechen. Das ist von 100 heiligen Messen, würde ich sagen, kommt das in 8 vor, vielleicht. Ja. Meine Erfahrung. Ist seltener geworden. Viel seltener geworden. Die Form B, merken Sie, hätte ich jetzt schon überlegen müssen, wie geht's, weil das ganz, ganz selten vorkommt. Vielleicht eine von 100. In 91 von 100 hat man gar kein Schuldbekenntnis, sondern da kommt, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und dann sagt der Priester, der Herr, lasse euch die Schuld nach und lasse uns die Schuld nach und führe uns zum ewigen Leben. Kommt die Vergebungsbitte nach dem Kyrie. Das ist die sogenannte Form C. In der Form C verschmilzt das Kyrie mit dem Bußakt. Und das ist nicht ganz unproblematisch. Warum? Weil das Kyrie seiner Herkunft nach kein Bußruf, sondern ein Jubelruf ist. Im alten Rom oder in der Antike gab es den Brauch, dass der Feldherr nach einer siegreichen Schlacht einen Triumphzug abhielt, wo dann auch die Triumphbögen eine Rolle spielten, und dann schmiss der Beutestücke ins Volk. Und das Volk stand rechts und links von der Straße und rief Kyrie eleison. Herr, erbarme dich, schmeiß Beutestücke runter. Dass die Haltung des Kyrie in der Antike ist also die, die wir ab morgen, morgen ist ja Weiberfastnacht, in den Städten des Rheinlandes wieder beobachten können. Der Kölner ruft zum Beispiel Kamelle. Ich habe noch nie einen Kölner gesehen, der eine Erbarmungshaltung einen sagt, Kamelle, Kamelle, bitte schmeiß Kamelle runter. Nein, man macht sich weit. Wir merken beim Kyrie aber einen germanischen Einfluss. Denn Erbarmen ist etwas, wo man sich klein macht und um Erbarmen bittet, um Gnade winselt. Und dadurch ist diese Form C mal entstanden, die streng genommen auf einem Missverständnis des Kyrie beruht. Denn Kyrie eleison, griechisch, heißt Herr erbarmlich, ist ein Jubelruf. Man kann das schon mal sehen, das Kyrie bietet sich an, dass man da Texte einfügt, die sogenannten Kyrie-Tropen, so nennt man die. Das sollten eigentlich Jubelrufe sein, also sowas wie Herr Jesus, du bist unser König, Kyrie eleison. Wir sind dein Volk, wir folgen dir. Christe eleison. Du führst uns hinaus ins Weite. Kyrie eleison. Also Jubelrufe, preisende Rufe. Da Texte gesprochen werden, bietet sich das an, dass das Kinder machen, Kommunionkinder. Dann hört man, steht da so ein kleines Kommunionkind so,
wir stehen alle schuldbeladen vor dir, Herr, erbarme dich. Vor allem, was hat der kleine Kerl denn jetzt schon wieder angesteckt? Stellt. Gut, wenn er Kevin heißt, dann ist der Name vielleicht Programm. Nein, aber Sie merken, das beruht auf einem Missverständnis. Das Kyrie ist dem Wesen nach ein Jubelruf, mit dem wir Christus als unseren König begrüßen. Denn nach dem Kyrie kommt der Lobgesang, das Gloria. Das Gloria ist streng genommen ein feststehender Text. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das klingt in den Ohren ein bisschen nach Weihnachten, denn es ist dem Jubelgesang der Engel auf den Feldern zu Bethlehem nachempfunden. Diese beiden bilden eine Einheit, denn jetzt muss ich eine wichtige Entscheidung treffen. Kyrie und Gloria sind Sonntag für Sonntag vom Text her eigentlich gleich. Beim Gloria wird oft ein Loblied als Ersatz genommen, aber mir geht es jetzt darum, den Ritus als solchen darzulegen. Kyrie und Gloria sind vom Text her gleich. Das hat mit folgendem Aufbau zu tun. Der Aufbau ist immer identisch. Das ist klar, da ist kein Wechsel drin. Aber innerhalb dieses Aufbaus gibt es Textteile oder Bestandteile, die immer gleich sind. Diese Bestandteile nennt man Ordinarium. Es gibt immer ein Gloria. Gloria ist immer gleich. Davon, bitte? Aber nur sonntags. Nur sonntags. Ja, nur sonntags, völlig richtig. Ich erkläre hier die Sonntagsliturgie. Danke für den Hinweis, ganz wichtig. Sonntags, die Werktags ist ein bisschen gekürzt. Hier geht es um Sonntagsliturgie. Danke für den Hinweis. Und beim Gloria muss ich noch eine Ausnahme machen. Ich muss es in Klammern setzen, weil es in der Fastenzeit und in der Adventszeit ausfällt, weil das zwei Bußzeiten sind, so eine Art liturgisches Fasten, damit wir es an Weihnachten, am Heiligabend und in der Osternacht, / Gründonnerstag wird es auch schon gesungen, umso inbrünstiger singen können. Deswegen muss man das Gloria, muss man eine kleine Einschränkung machen. Aber trotzdem gehört das Gloria wie das Kyrie, wie später das Sanctus, wie das Credo, wie das Agnus Dei, sind Teile, die später kommen, zum sogenannten Ordinarium. Ordinarium heißt, das sind feststehende Elemente, die textlich immer gleich sind. Davon unterscheiden müssen wir das Proprium. Proprium, da steckt Eigen drin, das sind die Eigentexte. Es gibt immer ein Tagesgebet, das kommt nämlich nach dem Gloria. Aber das Tagesgebet ist jeden Tag ein anderes. Es gibt immer ein Tagesgebet, aber jeden Tag ein anderes. Diese beiden Dinge können wir ordnungsmäßig innerhalb der Eucharistiefeier unterscheiden. Und beim Tagesgebet und anhand des Tagesgebetes möchte ich noch etwas deutlich machen. Jetzt setze ich mich mal hin, damit ich das hier unten sehen kann. Das Tagesgebet folgt nämlich einem besonderen Aufbau, den wir auch als liturgischen Dreischritt bezeichnen. Was ist der liturgische Dreischritt? Wenn wir Christen beten, dann müssen wir uns unser Verhältnis Gott-Mensch bewusst machen. Sie können gerne zu Gott bitten, wenn Sie Ihre Mathearbeit nicht gelernt haben, macht da nicht eine Zweischreibe. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Gott Ihr Gebet erhört, besteht, ist aber vergleichsweise gering. Das hängt mit einer Rollenkonfusion zusammen. Denn natürlich ist Gott kein Oberkellner, dem wir jetzt sagen könnten, was wir zu tun und zu lassen haben. Ich zeichne jetzt eine Grafik an, wohlbewusst, es ist eine Grafik. Ja, das ist jetzt nicht, was irgendwie deskriptiv Gott beschreibt, es ist eine Grafik. Grafisch gesehen setzen wir den Menschen mal auf die Erde und Gott in den Himmel. Und jetzt habe ich schon gesagt, in den Himmel, denn zwischen Gott und Mensch besteht ja eine Grenze, die wir als Himmel bezeichnen. In der Heiligen Schrift heißt es, Gott verbirgt sich in den Himmeln wie in einem Kleid. Da ist sogar von Himmeln die Rede. Die jüdische Mystik kennt sieben Himmel. Gott wohnt im siebten Himmel. Und den siebten Himmel kennen Sie, wenn wir uns unsterblich in einen Menschen verlieben, dann sagen wir auch, wir befinden uns im siebten Himmel. Das ist göttlich. Da kommt dieser tiefere Sinn dieses Spruches quasi her. Das geht übrigens zurück auf eine... Bitte? Ich sage, wie es in Zölis heißt es ja. Im Lateinischen ist das so, im Griechischen auch. In der Matthäus-Version des Vaterunsers heißt es auch wörtlich, Vaterunser, der du bist in den Himmeln. Ja, also wir haben das in Deutschland so eingrenzt, aber eigentlich sind das viele Himmel, unter denen er sich verwirrt. Diese Symbolik geht übrigens zurück auf eine Begebenheit, die Mose widerfahren ist, der, nachdem er die 10 Gebote erhalten hat, ja die Herrlichkeit Gottes schauen möchte.
Und Gott weist ihn zurecht, meine Herrlichkeit, kannst du nicht schauen, würdest du sie sehen, du müsstest sterben. Dann quengelt Mose trotzdem rum. Er darf die Herrlichkeit Gottes schauen, aber nur unter zwei Bedingungen. Er darf nur auf den vorübergezogenen Gott schauen, quasi auf seinem Rücken. Dabei versteckt Gott ihn auch noch in einer Felsspalte, dann heißt es, er hält die Hand über ihm, also er hält ihm quasi die Augen zu. Er sieht doch nichts. Das hat eine Reihe von Konsequenzen, zum Beispiel für die jüdische Liturgie, wo das Symbol für die Gegenwart Gottes heute in einer Synagoge der Toraschrein mit einem Vorhang abgehangen wird. Vorhang müssen wir uns merken, kommt nochmal, denn just diesen Vorhang haben wir in der katholischen Kirche auch, kommt aber später, komme ich nochmal drauf zu sprechen. Heißt aber konsequent, wir Menschen haben keinen Zugriff auf Gott. Das wird in der Bibel eigentlich sehr konsequent durchgehalten. Gott erscheint nie unmittelbar, sondern immer in vermittelter Gestalt. Er verbirgt sich hinter den Engeln oder hinter den Herrlichkeiten oder wie auch immer. Eine unmittelbare Gottesbegegnung geschieht nur, wenn überhaupt, ganz, ganz selten und ist meistens für den Menschen etwas, was den Menschen die menschlichen Maßstäbe verrücken lässt. Das heißt, wir Menschen haben von uns aus keinen Zugriff auf Gott. Gott ist allmächtig, er hat aber Zugriff auf uns, denn er kann natürlich durch den Himmel zu uns durchwirken. Modern naturwissenschaftlich gesprochen, könnten wir uns den Himmel also wie eine semipermeable Membran vorstellen. Ja, da gucken manche, so Worte gibt es tatsächlich. Ja. Semipermeable Membran, der ist von der einen Seite durchlässig, von der anderen aber nicht. Ja. Das heißt, wenn wir beten, müssen wir zuerst auf den Anruf Gottes warten. Das heißt, Beten besteht darin, dass wir zuerst das Wort Gottes an uns vergegenwärtigen. Wenn wir Gottes Wort gehört haben, müssen wir dieses Wort bedenken. Und erst jetzt nutzen wir quasi den Kanal, den Gott selbst geöffnet hat für uns und antworten an Gott. Diese Antwort kann jetzt Lob, Bitte, Klage, Dank, was auch immer sein. Das heißt, der liturgische Dreischritt ist hören, denken, antworten, Wort Gottes an uns, bedenken und dann eben entsprechend unsere Reaktion darauf. Klassisches Tagesgebet könnte etwa so lauten: Allmächtiger Gott, du hast das Volk Israel aus Ägypten befreit, auch wir werden täglich von unseren Chefs geknechtet. Wir bitten dich, befreie uns durch Christus, unseren Herrn, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Da hätte man jetzt so eine klassische, jetzt etwas frei erfundene Tagesgebetsform. Diese Form, dieser Dreischritt, dieser liturgische Dreischritt, läuft im Tagesgebet quasi auf einer Mikrostruktur innerhalb von, einer halben Minute ab, in zweieinhalb Sätzen. Dieser liturgische Dreischritt bestimmt aber auch die Eucharistiefeier in der Makrostruktur. Der kommt nämlich häufiger vor, im Kleinen wie im Großen. Denn nach dem Tagesgebet kommt, jetzt sind wir sonntags wohlgemerkt, sonntags, werktags ist das ein bisschen gekürzt, kommt die erste Lesung. Die ist meistens, nicht immer, meistens aus dem Alten Testament. An die erste Lesung schließt sich sonntags idealerweise der Antwortpsalm an. Und es ist eigentlich wichtig, da von Psalmen zu sprechen und nicht von irgendwelchen Antwortgesängen. Warum? Weil die Psalmen Teil der Heiligen Schrift sind. Sie sind Wort Gottes. Dann kommt die zweite Lesung, die ist immer aus dem Neuen Testament. Briefe, Apostelgeschichte oder Offenbarung des Johannes. Dann begrüßen wir Jesus mit einem Jubelruf, dem Halleluja. Außer in der Fastenzeit, da wird, ob des Charakters der Fastenzeit, kein Halleluja gesungen, sondern ein anderer Lobruf, den man, das ist jetzt ein bisschen Klugscheißerwissen, aber lohnt sich trotzdem, den nennt man Tractus. Das kommt von lateinisch trahere, ziehen, weil uns dieser Lobruf auf das Evangelium hinzieht. Denn mit dem Halleluja, respektive in der Fastenzeit dem Tractus, begrüßen wir Christus, der jetzt im Evangelium selbst zu uns spricht. Und bitte? Ja, ich sag, den Tractus kenne ich aus dem alten Schott, ja. Es lohnt sich noch, wenn man den alten Schott hat, ne? Ja. Jetzt merken wir schon, dieser ganze Sektor hier ist alles Wort Gottes. Wenn man die Psalmen als Antwortpsalm tatsächlich auch singt, dann ist das Wort Gottes. Heißt, jetzt kommt Nachdenken. Nach dem Evangelium kommt das große Nachdenken, und zwar in der Homilie, meistens in der Form einer Predigt gehalten. Homilie ist der Fachbegriff,
der kommt vom griechischen homilein, das heißt eigentlich miteinander reden. Eine Predigt muss nicht unbedingt ein monologischer Vortrag sein, könnte eben auch ein Gespräch sein. Sie kennen es aus Gottesdiensten, die sich mehr an Kinder richten, dass man da vielleicht auch Gespräche mit den Kindern macht. Aber selbst wenn wir das klassische Prädikare, die klassische Predigt, den Vortrag haben, muss der Prediger sich zweier Dinge bewusst sein. Erstens ist auch diese Predigt eine Homilie, eine kommunikative Situation, denn wir geben ihm als Zuhörerinnen und Zuhörer ein Feedback. Wir sind aufmerksam oder weniger aufmerksam, wir fangen an hin und her zu rutschen. Es wird laut in der Kirche, weil die Unruhe größer wird oder plötzlich ganz leise, weil alle eingeschlafen sind, warum auch immer. Es gibt ein Feedback. Und weil die Gottesdienstgemeinde eigentlich Sonntag für Sonntag, Messe für Messe muss man sogar sagen, eine andere ist, verbietet es sich eigentlich eine Predigt abzulesen, weil ich damit als Zuhörer aus dieser kommunikativen Situation herausgenommen werde. Der Prediger hat ja gar keine Reaktionsmöglichkeit mehr. Denn wenn ein Prediger merkt, die Aufmerksamkeit geht gerade flöten, könnte er durch Stimmmodulation oder andere Dinge diese Aufmerksamkeit ja wieder hervorholen. Denn die Predigt ist an einem gefährlichen Punkt. Wir befinden uns in einer Entspannungsphase. Ich mache erstmal zwei hinter der Homilie, weil wir beim Nachdenken sind. Wir sind ja in einer Entspannungsphase. Wenn Sie nächsten Sonntag in der Kirche sind, achten Sie mal drauf. Bis jetzt haben wir zweimal unsere Körperhaltung verändert. Hier stehen wir ja bis zum Tagesgebet. Vor der ersten Lesung setzen wir uns hin. Und es ist in der Regel ein aufmerksames Hinsetzen. Wir sind gespannt und aufmerksam auf das, was jetzt kommt, was uns im Wort Gottes verkündet wird. Und in der Hoffnung, dass die Lektoren das auch gut machen, denn die Aufgabe der Lektorinnen und Lektoren ist, das Wort Gottes jetzt aktuell für uns zu vergegenwärtigen. Die lesen keine Geschichten von früher vor, sondern diese Geschichten sprechen jetzt zu uns. Wenn der Paulus etwa im Galaterbrief sagt, oh ihr unvernünftigen Galater, dann sind jetzt wir angesprochen. Fühlen wir uns mit denen identifiziert, sind wir unvernünftig oder nicht? Das ist die hohe Kunst des Lektorierens, dass man das Wort Gottes vergegenwärtigt. Es ereignet sich jetzt, das ist die Idee dahinter. Da haben wir uns also hingesetzt. Hier stehen wir beim Evangelium wieder auf. Und hier setzen wir uns wieder hin vor der Predigt. Und da achten Sie mal drauf, da hören Sie einen Uff in der Kirche. Denn es ist jetzt ein entspanntes Hinsetzen, denn wir befinden uns ja hier in einer Entspannungsphase. Die Menschen, die Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer, sofort, ja, nehmen jetzt innerlich eine entspannte, aber aufmerksame Haltung ein. Ich will den Vergleich nicht überstrapazieren, aber es ist so ein bisschen wie sonntagsabends beim Tatort. Man ist entspannt, aber aufmerksam. Man möchte jetzt unterhalten werden. Die hohe Kunst der Delectatio, so haben das die antiken Rhetoren bezeichnet, der Unterhaltung, der Erfreuung, heißt nicht Klamauk oder Karlauer zu schmieden. Aber die Prediger müssen sich dessen bewusst sein, dass hier quasi ein liturgisches Naturgesetz der Entspannungsphase stattfindet. Sie müssen die Aufmerksamkeit generieren, denn die Aufmerksamkeit ist da. Tut der Prediger das nicht, weil er langweilig predigt, an den Menschen vorbei, weil er die kommunikative Situation nicht begreift, passiert Folgendes, die Entspannung wird in eine Totalentspannung übergehen, die Leute sind eingeschlafen. Ich sehe an ihren Gesichtern, das haben sie schon mal erlebt, dass das passieren kann. Da waren jetzt zwei Fragen, Sie waren zuerst, oder drei Fragen sogar. Ich habe das eben nicht mitbekommen, warum haben Sie jetzt keinen Strich unter dem Halleluja gesetzt, weil da... Da steht man doch mal auf, weil die Striche waren jetzt nur, wo man sich hinsetzt, ja. Aber Sie haben völlig recht. Wenn ich eine Körperhaltung anzeigen muss, muss hier ein Strich haben, wenn man sich da hinstellt. Mir ging es jetzt nur um das Hinsetzen. War es aber völlig richtig, gut beobachtet. Bitte schön. Was ich noch nie erlebt habe, durfte man eigentlich eine Predigt mit einer eigenen Anmerkung oder mal mit einem Kommentar ergänzen? Dass Sie als Gottesdienst Teilnehmer, das fände ich super, wenn das passieren würde. Durfte man auch klatschen? Ich würde sagen, ja, weil es ja eine Reaktion ist. Wenn Ihnen was Besonderes, das machen wir doch auch. Wenn wir sonst etwas hören, wenn wir Zustimmung signalisieren, dann klatschen wir. Ja, wir sind in unseren Breiten kulturell über Jahrhunderte, wir haben das als im 20. Jahrhundert geboren, wenn ich in die Runde schaue, sind alle im 20. Jahrhundert geboren, Geborene, ja, sonst müssten wir 16-Jährige oder so unter uns haben. Ne? Ich blicke in sehr viele sehr junge Gesichter, das müssen Sie mir glauben im Internet, ich blicke in sehr viele junge Gesichter, aber die sind alle im 20. Jahrhundert geboren. Wir sind so konditioniert, dass man in der Kirche zu schweigen hat und zuzuhören hat. Das hat man uns so beigebracht. Homilie spricht nicht dafür. Es gibt in der Apostelgeschichte eine sehr schöne Begebenheit. Da wird von dem Apostel Paulus berichtet, der in einer Stadt eine Predigt hält. Das Haus ist brechend voll
oben im Fenster sitzt ein Jüngling und die Predigt des Paulus muss so bombastisch gewesen sein, dass der einschläft und runterfällt. Dann wird er geheilt und da steht tatsächlich im lateinischen Text steht da Prädikare. Jetzt wird dieser Jüngling geheilt, Paulus hebt neu an und jetzt benutzt der griechische Text an dieser Stelle das Wort Homilein. Das heißt, er kommt mit denen ins Gespräch und plötzlich ist da Leben in der Bude. Das wäre eigentlich das Ideal. Also jetzt mal eine Predigt durch einen Zwischenruf, vielleicht zu ergänzen, wäre sicherlich in unseren kulturellen Kontexten eher ungewöhnlich. Aber ich sage, also ich würde Sie ermutigen wollen, probieren Sie es mal. Und wenn Ihnen etwas außerordentlich gut gefallen hat, eine Aussage, warum da, also ich will jetzt nicht, dass wir da wie Speaker's Corner oder sowas, das wäre jetzt wieder übertrieben, ja, warum darf man das nicht auch zum Ausdruck bringen, wenn eine Predigt mal wirklich außerordentlich gut war? Also ich glaube, dass Gott auch Freude hat, wenn die Hände, die sich zum Gebet falten, in ein lobpreisendes Klatschen übergehen. Ich habe es einmal gebracht. Ich habe es einmal gemacht, bin aufgestanden und habe gefragt, was meinen Sie damit? Bringen Sie es mir in meinen Worten nahe. Wer hat ja geantwortet? Er konnte es leider nicht. Oh, das dann ist schwierig. Gar nicht, er konnte es leider nicht. Ja. Ich habe jetzt die Reihenfolge leider nicht ganz im Kopf. Der anderen Messebesucher, die war sonst entscheide ich damit, sonst diskutieren wir hier, wer dran ist. Ich fange jetzt einfach mal da an und dann Sie. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Zusatzbemerkung machen. Ich komme auch vom Niederrhein und wir haben also in Kempten einen sehr prima Pastor gehabt. Und dieser Pastor war sehr menschlich, umgänglich. Und er hat immer dafür plädiert, das Osterlachen in der Kirche. Der Risus Paschalis, ja. Und er hat uns jedes Mal von der Kanzel irgendwas aus seiner Jugend erzählt, was also sehr lustig war oder mal auch ein Witz. Also das hat er in fast jeder Messe gebracht. Ja. Er hat auch keine Hemmung dabei. Und wir sind noch eine Betbruderschaft und wir sind dann also auch viel mit ihm so zusammen gewesen. Und das war eigentlich immer sehr schön. Und unsere Messen, die wir unterwegs gehalten haben, die waren auch auf Gegenseitigkeiten. Ja. Ist die hohe Kunst und die hohe Idee, die dahinter steckt. Ja, aber es war immer noch aber der Prediger muss, damit das nicht passiert, der Prediger muss genau wissen, was er tut, damit er die Fragen, wenn Fragen kommen, muss er sie beantworten können. Sonst entlarvt er sich sofort, dass er floskelhaft gepredigt hat, aber dann sind wir in diesem Sektor hier. Ne? Man kann das ist, auch ablesen von irgendwoher. Ne? Vielleicht auch. Bei Paulus steht ja auch, dass die Frauen sich zurückhalten. Ganz interessante, wichtige Zwischenbemerkung. Wenn man sich die Paulusbriefstelle anguckt, erstmal müssen wir bei Paulus sagen, dass der Paulus wider seines Rufes, wenn wir die Briefe genau lesen, dann bringt er die Frauen immer ins Spiel. Es ist nicht nur Galater 3, 28, wo er sagt, es gilt nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Sklave und Freier. Es ist nicht nur, dass wir im Römerbrief am Schluss oder auch in anderen Briefen am Schluss immer wieder Grüße an offenkundig sehr tatkräftige und sehr geachtete Frauen haben, die in den Gemeinden ihren Dienst getan haben. Es ist nicht nur, ganz berühmte Stelle jetzt aus der Einheitsübersetzung, aus der Neuen, wo die Junia zu ihrem Recht gekommen ist und als Apostolin bezeichnet wird, wobei man hier Apostolin nicht als Titel auffassen darf, sondern als Funktion, freilich als eine sehr wichtige Funktion, die war also verkündigend tätig. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, wie kriegen wir diese Bemerkung im 1. Korintherbrief dazwischen, das ist nämlich die einzige, aus der man das rekonstruieren könnte. Wenn man sich das sprachlich anguckt, im Griechischen, das würde jetzt hier zu weit führen, vielleicht machen wir das mal in einer anderen Glaubensinformation, dass wir da genau drauf gucken, dann merkt man, dass ein späterer Texteinschub, der fehlt in einigen Textzeugen, den hat man später da reingeschrieben. Was die Motivation, der stammt also nicht aus der paulinischen Feder, steht aber, und da weist Demos keinen Faden ab, steht in unseren heiligen Schriften, steht es so drin. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt die Frauen, da steht Hai Gynaikai drin, was heißt die Frauen? Er bezeichnet offenkundig bestimmte Frauen. Ich sage jetzt mal, ohne die Sache plattreden zu wollen, aber ich biete jetzt einfach mal eine alternative Interpretation an, die man natürlich anzweifeln kann und so weiter. Wenn wir das mal nicht als allgemeine Regel lesen, wie es häufig gemacht wird, sondern Sie begeben sich jetzt mal in den Gottesdienst und da sitzen zwei Frauen drin und die quatschen die ganze Zeit, dann sage ich auch, die Frauen mögen bitte jetzt schweigen. Wenn Sie das aus der Situation rausnehmen und haben diesen Kontext nicht mehr, dann sehen Sie, ach guck mal, der hat gesagt, die Frauen sollen in der Kirche schweigen. Wir wissen es nicht genau, was der historische Kontext, der Sitz im Leben dafür war. Aber man muss sehr vorsichtig sein, diesen Satz als Regel zu lesen, dass Frauen nichts sagen dürften in der Kirche oder predigen dürften. Zumal wir sonst bei Paulus eben eine sehr deutliche Tendenz haben, aus der wir sehen können, offenkundig hat er sich mit Frauen umgeben, möglicherweise sogar Frauen beauftragt in seinem
Auftrag, unterwegs zu sein, das zu tun. Da passt der Satz nicht so. Also da, das, er steht da, keine Frage, aber ich wäre sehr vorsichtig, ihn exklusiv und dann noch juridisch auszulegen. Das sage ich auch als Neues Testament. Aber es ist doch sehr praktisch, dieser Ausdruck. Das lasse ich mal unkommentiert stehen. Nur als Kommentar, weil wir uns schon gut kennen, für die Leute, die im Internet zugucken, der Herr, der das gesagt hat, ist evangelisch, nicht katholisch. Wir Katholiken sehen das anders. Das ist ja bald Karneval, da darf man das sagen. Okay, also wir merken zweitens, Homilie, Entspannungsphase, hat eigentlich für die Dramaturgie einer Predigt, hat das eine Reihe von Konsequenzen. Der Prediger muss halt die Aufmerksamkeit hochhalten, im besten Sinn des Wortes, aber bitte im besten Sinn des Wortes unterhalten. Es muss nicht Klamauk sein, es muss nicht Witze erzählen sein, aber er muss einfach das haben, dass er die Aufmerksamkeit der Menschen hochhält. Jetzt haben wir Wort Gottes an uns, wir haben nachgedacht, jetzt muss die Antwort kommen. Die Antwort kommt jetzt auch sonntags im Credo. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Also die Idealstruktur, idealtypisch ist die Messe so angelegt, wir hören das Wort Gottes, wir bedenken es und jetzt evoziert unser Bedenken, unsere Antwort, daran glauben wir. Eine Predigt wäre dann sehr gelungen, wenn man nach der Predigt aufspringt und sagt, wir glauben das. Ich betone idealtypisch, weil ich das noch nie erlebt habe, dass das so ist. Das ist aber die Idee dahinter. Da sehen Sie den liturgischen Dreischritt einmal im Großen. Wort, Nachdenken, Antwort. Sie merken vor allen Dingen noch etwas. Manchmal etabliert sich das in Gemeinden, weil mancher Priester das will, dass hier an dieser Stelle plötzlich eine Stille sein soll. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verstehe diese Stille an dieser Stelle nicht. Es gibt eine einzige Stelle im Gottesdienst, wo in den liturgischen Büchern Stille drin steht. Das ist hier im Tagesgebet am Anfang. Da steht, lasset uns beten, Stille. Und dann betet der Vorsteher des Gottesdienstes, der Priester, was weiß ich, Vater im Himmel, und dann kommt das Tagesgebet. Die Stille an dieser Stelle hat eine wichtige Funktion, denn das Vorstehergebet spricht der Zelebrant in uns, mit uns, in unserem Auftrag mit uns und für uns. Der betet nicht alleine, sondern das heißt, der lasset uns beten. Und damit wir uns in ihm, in seiner Person sammeln können, braucht es diese kurze Stille, damit wir quasi uns in ihm im wahrsten Sinn des Wortes konzentrieren. Sammlung heißt, oder sammeln heißt auf Lateinisch collectare. Deswegen nennt man dieses Gebet auch Kollektengebet. Da geht es nicht um Geld sammeln, um die Kollekte, sondern dass wir uns in der Person des Priesters sammeln. Da steht Stille, sonst nicht. Und jetzt müssen Sie mir eins erklären. Hier hat gerade Christus selbst zu uns gesprochen. Der Herr da selbst hat uns sein Wort geschenkt. Hier betet der Priester oder Diakon. Und da sollen wir plötzlich eine Stille nachhalten, weil das so wichtig ist, dass wir das jetzt bedenken und verinnerlichen müssen. Wenn, wäre die Stille hier angemessen gewesen. Denn da hat der Herr zu uns gesprochen. Ja? Das Wort der Predigt kann doch nicht wichtiger sein als das Evangelium am Höhepunkt. Und es ist ein dramaturgischer Stilbruch, weil die Homilie eigentlich in das Credo, in das Glaubensbekenntnis dramaturgisch führen soll. Das ist zumindest die Idee an der Stelle. Nach dem Credo kommen die Fürbitten. Hoppla, falscher Stift. Fürbitten, die eigentlich als allgemeines Gebet, Prekes, bezeichnet werden. Es ist vieles in der Liturgie vorgeschrieben von den Texten her. Die Prekes, die Fürbitten, sind Gebet des Volkes. Da sollen wir quasi beten. Die Gebetsrichtung in der modernen Liturgie ist immer der Altar, denn der Altar ist der Thron Gottes, dahin beten wir. In der alten Liturgie stand ja der Altar hinten in der Apsis. Da betete man quasi automatisch gen Osten, die Celebratio ad Orientem. Ich kenne manche Gemeinden, in denen das konsequent zu Ende gedacht wird, wo die Fürbitten nicht vom Ambo gesprochen werden. Denn der Ambo ist Altar des Wortes und eigentlich und ausschließlich der Verkündigung des Wortes Gottes vorbehalten. Sondern da finden die Fürbitten zum Beispiel hier, wird dann hier vom Lektor oder der Lektorin in Richtung des Altars, also aus dem Volk herausgebetet. Wäre die ganz hohe Kunst, um das deutlich zu machen. In unseren Breiten hat sich das auch etabliert, dass wir immer so was, weiß ich, 3, 4, 5, 6 Fürbitten haben, wo immer etwas gesagt wird und dann hört das auf mit, wir bitten dich, erhöre uns oder so etwas Ähnliches.
Das ist eine Form, an die wir uns gewöhnt haben, die aber nicht zwingend so sein muss. Man könnte auch ein anderes Gebet mit der gesamten Gemeinde zusammensprechen und so weiter, wäre auch denkbar. Also hier ist das allgemeine Gebet, Fürbitten, lateinisch Preces. Und danach kommt die erste große Zäsur im Gottesdienst, die nächste, denn jetzt geschieht ein Ortswechsel. Nach den Fürbitten wechselt der Priester den Ort vom Ambo oder vom Predigtort hin zum Altar. Und jetzt treten wir in den zweiten Teil des Gottesdienstes ein, der Eucharistiefeier. Die beginnt damit, dass die Gaben bereitet werden. Das ist der bewegungsintensivste Punkt im Gottesdienst. Denn die Messdiener bringen die Gaben von Brot und Wein zum Altar, den Kelche, die liturgischen Gerätschaften. Das Korporale wird ausgebreitet. Korporale sagt Ihnen was, das ist dieses kleine viereckige Tuch. Das wird in der Messe ausgebreitet, ein ganz wichtiges Tuch. Ja, nur da ist dann die Wandlung. Ja, das ist nicht ganz, mutet jetzt ein bisschen skurril an, was ich erzähle, hat aber einen sehr ernsthaften Hintergrund. Also auf dem Altar liegen für gewöhnlich drei Tücher, das Untertuch, drei ist immer Trinität, das Untertuch und das Altartuch. Die liegen immer da. Das dritte Tuch, das wichtigste, auf die anderen beiden könnte man verzichten, aufs Korporale streng genommen nicht. Das dritte Tuch, das Korporale, wird während des Gottesdienstes bei der Gabenbereitung eben gebracht und ausgebreitet. Das hat eine doppelte Funktion. Das Korporale ist einmal so gefaltet, dass, wenn etwas vom Leib Christi herunterfiele, man es einfalten und wegtragen kann. Wichtiger ist aber die zweite Bedeutung, die geht auf einen mittelalterlichen Streit zurück. Welche Gaben, Brot und Wein, werden denn überhaupt gewandelt? Ist da Brot, das sie mit in die Kirche genommen haben? Zum Beispiel jetzt Leib Christi geworden oder nicht. Und da haben Theologen halt sich Gedanken darüber gemacht und haben den Bereich definiert. Und der Bereich wird durch das Korporale definiert. Nur Brot und Wein, die auf einem Korporale stehen, werden gewandelt. Steht daneben Brot und Wein, bleibt das Brot und Wein. Das mutet uns ein bisschen skurril an, hat aber einen ganz praktischen Grund. Einige von Ihnen wissen, dass ich diese mystagogischen Kirchenführungen hier in Wuppertal und Umgebung halte. Da erzähle ich das auch immer. Und ich habe vor Jahren mal 40 Rechtsanwälte hier durch die Laurentius-Basilika geführt. Und da sagte ein Rechtsanwalt, als ich das erklärt habe, ich sage, wieso, ist doch ganz klar, Rechtssicherheit muss sein. Und genau das ist der springende Punkt. Deswegen wird das Korporale auch sichtbar für uns alle aufgelegt, damit wir sehen, das Korporale ist da, jetzt kann die Messe losgehen. Denn Brot und Wein, die auf dem Korporale stehen, die werden gewandelt. Ja, weil doch früher dann das Korporale war da in der Bose. Das kann sein, ich bin nach dem Konzil geboren worden, ich kenne das nur so. Also in der, Farbe des Decktuchs, weil schlag das oben drauf, dann wird es dann rausgenommen. Also es hat eine ganz hohe liturgische Bedeutung, denn in dem Begriff Korporale steckt Corpus Christi drin. Und das hat eine enge Verbindung miteinander. Das ist eine Erinnerung von meinem Erstkommunionunterricht. Ah. Die Bose mit dem Korporale. Warum weiß ich nicht. Haben Sie sich auf jeden Fall, war es ein prägendes Element, das Sie gemerkt haben. Okay. Ich habe dazu eine Frage, und zwar habe ich in Bonn erlebt, dass es nannte sich die Kirche von unten, die feierten also die Messe und hatten ein normales, ungesäuertes Brot, was sie allerdings dann auch auf dieser Korporale gelegt hatte und haben so die Eucharistie gefeiert und haben dieses Brot gebrochen und man bekam immer ein Stück von diesem Brot. Läuft im Prinzip auf selbe hinaus. Ist das, hat damit zu tun? Ja, ist in Ordnung so. Ich werde manchmal gefragt, was ist denn, wenn jetzt ein Priester in der Gefangenschaft die Messe fährt, er hat kein Korporale. Wir haben in der katholischen Kirche diesen schönen Satz, Ecclesia supplet, die Kirche ergänzt das, was fehlt. Natürlich kann er in besonderen Situationen auch ohne Korporal eine heilige Messe fahren und alles ist gut. Hier geht es jetzt um das Normale. Natürlich, besondere Situationen erfordern besondere Handlungsweisen, das ist klar, das ist davon unberührt. Hier geht es jetzt um diese besondere Idee, die in der sonntäglichen heiligen Messe, so sie denn normal stattfindet, da ihren Platz hat. Ne? Also Gabenbereitung. In der orthodoxen Kirche darf der Priester ohne sein Korporal sehen Sie. Kann er nicht. Ja. Ja, das Korporale ist in der orthodoxen Kirche ein ganz wichtiges Zeichen dafür, dass auch Christus überhaupt anwesend sein wird. In der orthodoxen Kirche haben Sie auch die Ikonostasen noch, die was mit dem Vorhang zu tun haben, weil man die Herrlichkeit Gottes nicht einfach so anschauen darf. Da gibt es dann diese Himmelspforte.
durch die der Priester, auch der Priester, nur gehen darf, wenn er die liturgischen Gewänder trägt. Mhm. Hat er die nicht an, alltags geht er auch nicht dadurch. Da merkt man also dran, dass da nochmal diese göttliche, das sind alles Elemente, die wir im Katholischen auch haben, die aber sinnenfällig in der orthodoxen Tradition mit der göttlichen Liturgie viel sinnenfälliger ausgeprägt sind. Ja, ja, Korporale ist ja auch in der orthodoxen Kirche auch wesentlich interessanter ausgestattet. Ja. Es ist farblich gegeben und es ist das Grabtuch Christi. Also es ist der Tod Christi drauf abgebildet, wie er im Grab liegt. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der bei uns eben auch eine wichtige Rolle spielt. Ich mache mal weiter. Ich will aber noch eben kurz was zur Gabenbereitung sagen. Weil die Gabenbereitung ist bei uns in der Regel von uns als Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmern so gestaltet, dass wir da ein Lied singen. Wenn wir dieses Lied nicht singen, wenn wir dieses Lied singen und gucken nach vorne, dann merkt man, der Priester hebt die Hostienschale hoch, murmelt irgendwas und danach macht er das mit dem Kelch auch nochmal. Wenn wir kein Lied singen würden, würden wir da hören, dass der Priester da bestimmte Gebete spricht, die den jüdischen Berakah-Gebeten nachempfunden sind. Die sind vom Sprachduktus her etwas anders als unsere normalen Gebete. Das heißt, der Priester spricht hier an das jüdische angelehnte Dankgebete. Wir hätten also hier eigentlich eine sehr enge Beziehung zu den jüdischen Quellen unserer Eucharistiefeier, hören wir leider nur sehr, sehr selten, weil wir da eben entweder ein Gabenbereitungslied singen oder die Orgel etwas spielt. Passiert das mal nicht, würde der Priester das laut beten und dann treten wir auch in eine Interaktion. Ich glaube, die Antwort, die wir dann sagen, ist: gepriesen bist du in Ewigkeit, glaube ich. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr unser Gott, genau. Wusste ich jetzt nicht ganz auswendig, aber wenn ich gut, dass Sie da sind, dann können wir das gut erkennen. Nach der Gabenbereitung kommt das Gabengebet. Und nach dem Gabengebet die Präfation. Präfation von Präfacere, das vorhergemachte Gebet. Die Präfation wird mit einem ausführlichen Einleitungsdialog begonnen. Es ertönt der liturgische Gruß: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Eucharistein, Dankfeier. Jetzt treten wir in die große Dankfeier ein. Die Präfation mündet in einen ersten großen Lobgesang, dem sogenannten Sanctus. Heilig, dreimal Sanctus, 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 Sanctus. Heilig, heilig, heilig. Oder auf Arabisch Kadus, Kadus, Kadus. Ne, wenn man hier bei unseren arabischen Christen den Gottesdienst mitfeiert, dann hört man das, glaube ich, sogar zu Beginn des Gottesdienstes schon, weil dieses heilig, heilig, heilig am Beginn des Gottesdienstes ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gesang, den man auch eigentlich nicht durch etwas anderes ersetzen darf. Warum? Dieser Gesang erinnert uns manifest an, erinnert uns nicht, sondern er bringt uns manifest zu Bewusstsein, was jetzt geschieht. Die Präfation hört auf mit Worten ähnlich wie: So stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Und dann singen wir heilig, heilig, heilig. Warum? Wer sind die himmlischen Heere? Die himmlischen Heere sind die Engel. In der Offenbarung des Johannes und bei Jesaja im Alten Testament steht, dass die Engel am Thron Gottes beständig singen: Heilig, heilig, heilig. Der Priester sagt jetzt: Wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Der sagt nicht: Wir singen das Engelliedchen, wir tun mal so, als ob, sondern wir stimmen ein. Denn jetzt passiert etwas. Der Altar, versucht den mal hier unten hinzumalen, der Altar selbst wird jetzt zum Thron Gottes. Und an diesem Thron Gottes, die Kirche ist zum Festsaal des göttlichen Himmelreiches geworden. Wir stehen jetzt quasi im Himmel. Wir haben so ein bisschen Zugriff auf die Ewigkeit. Wir sind immer noch im Jahr 2017. Aber für unser katholisches Empfinden, und an der Stelle unterscheiden wir uns eben von den Traditionen der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, je nachdem, ob man reformiert oder lutherisch ist, mal mehr, mal weniger. Für uns Katholiken ist es jetzt so: Es geschieht jetzt. Wir wiederholen nicht das Abendmahl, wir erinnern uns nicht bloß, wir feiern nicht das eine millionste Abendmahl, wir feiern immer das Abendmahl. Christus feiert mit uns jetzt das Abendmahl. Christus hat beim Abendmahl aber nicht bloß gesagt: Das ist mein Blut, das ist mein Leib. Er hat auch gesagt: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Er selber sagt also: Das, was hier geschieht, hat schon mit dem himmlischen Gastmahl zu tun.
Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fallen jetzt in eins. Wir treten zum Altar hin, zum Thron Gottes. In diesem Bewusstsein muss aber noch jemand am Thron Gottes stehen. Nämlich die, die schon gestorben sind. Die sind doch jetzt auch schon im Reich Gottes, die Heiligen und so weiter. In diesem Bewusstsein haben die frühen Christen ihre Gottesdienste nicht selten an Gräbern gefeiert, um dadurch deutlich zu machen, hier in der Messe überschreiten wir Raum und Zeit, wir treten in das Reich Gottes ein. Als man später Kirchen bauen durfte, hat man über den Gräbern die Altäre errichtet, klassisch Petersdom Rom, unter dem Papstaltar, stark 10 Meter drunter, soll sich das Petrusgrab befinden. Wenn man heute Kirchen baut, hat man nicht immer ein Märtyrergrab zur Hand. In diesem Fall bringt man in die Altäre kleine Minigräber ein, meistens verborgen unter einer viereckigen Platte. Da ist eine Reliquie bestattet. Hier in der Laurentius-Basilika etwa befindet sich dort eine Reliquie der heiligen Ursula oder einer ihrer 11.000 Gefährten. Das Heilig, Heilig, Heilig ist also nicht einfach nur ein lustiges Lied. Es ist vom inneren Vollzug, das Hinzutreten zum Thron Gottes. Wir treten jetzt ein Stück in den Himmel ein. So gesehen ist auch die römisch-katholische Liturgie eine himmlische, eine Teilhabe an der himmlischen Liturgie, auch wenn das in der orthodoxen Tradition vom Bewusstsein viel, viel stärker ausgeprägt ist. Es spielt bei uns auch eine Rolle und wird ganz klassisch hier im Sanctus eigentlich uns zu Bewusstsein gebracht. Sacrum Sanctum Concilium spricht ja auch bei der lateinischen Liturgie von göttlicher Liturgie. Einmal das und in der Reformation des römischen Messbuches, die irgendwann hoffentlich auch mal ins Deutsche kommen wird, wird zum Beispiel an bestimmten Stellen ausgeschlossen, dass da Verfügbarkeiten sind. Denn hier bei uns beim Sanctus gab es ja zum Beispiel im alten Gotteslob noch in der Kölner Tradition dieses Dir jubeln Engelchöre. Da kommt dann zwar auch dreimal heilig zu. Diese Lieder sind, ich will das jetzt nicht liturgierechtlich überdehnen, aber streng genommen gehört hier tatsächlich ein Lied hin, das mit dreimal heilig oder dreimal Sanctus oder welche Sprache auch immer anfängt, um das zu Bewusstsein zu bringen. Nach dem Sanctus kommt dann, das ist auch schon Hochgebet, aber ich sage jetzt mal, der engere Teil des Hochgebetes, der in sich auch nochmal sehr komplex strukturiert ist. Es wird der Heilige Geist auf die Gaben herabgerufen, die sogenannte Epiklese, dann die Anamnese, die Worte des Herrn werden gesprochen beim letzten Abendmahl als Vergegenwärtigung. Es werden Fürbittgebete entsprechend gesprochen, die sogenannten Interzessionen. Die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten wird sprachlich auch zu Bewusstsein gebracht. Vor allen Dingen wird in dem Hochgebet, in den Hochgebeten davon gesprochen, dass die, die um deinen Altar stehen, ihm dienen. Die Circumstantes, ein sehr alter Text, offenkundig kniete früher niemand. Tatsächlich ist das Knien ein germanischer Unterwerfungsgestus, der erst durch den Einfluss der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation verstärkt Raum greift. Der Freirömer stand vor Gott. Heute kann man in den Kirchen beobachten, dass manche stehen, manche knien. Beide Gesten haben von der Frömmigkeit her ihre Berechtigung. Ob ich als freier Mann vor Gott stehe, von ihm aus einem Knecht zu einem Freund gemacht, oder ob ich sage, natürlich ist das angemessen, dass wir vor Gott in die Knie gehen. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Beides behält sein Recht. Interessant ist nur, dass die alten Texte von den Circumstantes, von denen sprechen, die um den Altar herum stehen. Was aber passiert in dem Hochgebet? Mal liturgietheologisch gesprochen. Ich will es deutlich machen, um den Altar, meinen Altar hier noch etwas ergänzen. Denn jeder Altar trägt nicht nur ein Reliquiar oder einen Bezug zu einem Grab. Auf jedem Altar befinden sich auch 5 Kreuze in den 4 Ecken. Das 5. Kreuz ist meistens irgendwo in der Mitte. Diese 5 Kreuze hängen mit der Altarweihe zusammen. Denn bevor ein Altar das erste Mal als solcher genutzt wird, wird er durch eine Weihehandlung seiner Bestimmung übergeben. Bei dieser Altarweihe, die ein Altar in seinem Altarsleben nur einmal am Beginn erfährt, spielt eine ganze Reihe von Riten eine Rolle. Bei einem kommen diese 5 Kreuze zum Tragen. Dann werden die mit Krisamöl gefüllt. Krisam, eine Mischung aus Olivenöl und Balsamessenzen, das auch zum Beispiel bei der Firmung eine Rolle spielt. Christus, Christ, Krisam hat eine gemeinsame Wurzel. Dann häuft man etwas Weihrauch auf, steckt einen Docht hinein und zündet das Ganze an. An 5 Stellen auf dem Altar brennt also eine Flamme vor der ersten Benutzung des Altars. Als bleibende Erinnerung bleiben diese 5 Kreuze zurück. Warum macht man das? Es gibt dazu einen Lehrsatz, den sage ich jetzt, den versuche ich auch danach zu erklären.
Lehrsätze sind ja so eine Sache. Wenn man gelernt hat, helfen die einem zu memorieren. Wenn man noch nicht gelernt hat, sind die manchmal etwas kryptisch. Der Lehrsatz geht so. Hier auf dem Altar vergegenwärtigt sich auf unblutige Weise das einmalige, ungeschuldete Kreuzesopfer Jesu Christi. Zwei Begriffe sind darin bedeutsam. Vergegenwärtigung hatten wir schon. Wir stehen jetzt im Abendmahlsaal, gleichzeitig im Thronsaal Gottes. Wir stehen am Thron Gottes. Wir feiern immer das Mahl. Nicht irgendeins, sondern das Mahl, zu dem wir hinzutreten. Auch wenn wir uns im Jahr 2017 befinden, wird in der Liturgie der Kirchenraum zum Festsaal Gottes und wir befinden uns in einer besonderen Dimension der Zeit, so versuche ich es mal deutlich zu machen. Das alles schwingt in Vergegenwärtigung mit. Das hat eben dann auch was mit den Toten zu tun, mit denen wir da verbunden sind. Gottesdienst ist also nie nur eine Veranstaltung derer, die gerade mehr oder weniger zufällig versammelt sind. Das ist keine Gruppengeschichte, in der man sich selber bedienen darf, sondern das Bewusstsein, das römisch-katholische Bewusstsein ist, wir stehen hier im Thronsaal Gottes und sind mit den anderen weltweit gleichzeitig und durch die Zeiten hindurch verbunden. Der zweite Begriff ist etwas schwerer zu erklären, das ist das Kreuzesopfer. Ist deshalb schwer zu erklären, weil wir hier in unserem Kontext germanisch denken. Unsere Sprache bringt das mit sich. Und in der germanischen Sprache hat Opfer immer mit unfreiwilligem Verlust zu tun. Raubopfer, Mordopfer, Todesopfer. Oder man muss Gott opfern, um ihn versöhnlich zu stimmen. Das wird schräg. Leider, leider gehen manche in diesem Bewusstsein hin und verstehen das hier so. Dann müssen wir aber Gott irgendwie besänftigen oder was. Aber müssen wir doch gar nicht. Er schenkt sich uns doch hin. Tatsächlich kommt der Opfergedanke auch nicht aus dem germanischen Kontext, sondern aus einem jüdischen. Und was im Judentum Opfer bedeutet, wird sehr schön deutlich in der Bibel, wenn wir mal auf das Opfer Kain und Abels schauen. Diese beiden Brüder, die im 4. Kapitel der Genesis arbeiten, der eine als Viehwirt, der andere als Ackerbauer. Beide haben ordentlich malocht, was zu Wege gebracht. Sie wissen aber, das, was wir hier geschafft haben, haben wir nicht alleine getan, sondern Gott hat das Seine dazu getan. Wir haben gesät, wir haben gegossen, wir haben geerntet, aber Gott hat wachsen lassen. Deshalb möchten die beiden Gott quasi dem ihm gebührenden Anteil übergeben. Wenn wir uns mal in dieses archaische Verständnis begeben, Mensch auf der Erde, Gott in den Himmeln. Wie kriegen die denn jetzt zum Beispiel Weizenkörner in den Himmel? Raufwerfen hilft ja nichts, die kommen ja wieder runter. Die Bibel schreibt an dieser Stelle lapidar, sie opferten ihm. Was werden die gemacht haben? Die werden es verbrannt haben. Der Rauch steigt ja auf, stellt eine sichtbare Verbindung zwischen Erde und Himmel her, was bei dem Abel vorzüglich klappte. Wenn beim Kain die Winde vielleicht nur etwas ungünstig geweht haben, dann bleibt der Rauch unten, er denkt, Gott verschmäht sein Opfer, worauf er bekanntermaßen seinen Bruder aus Neid erschlägt. Spannende Geschichte übrigens empfehle ich Ihnen als Abendkrimi heute zur Bettlektüre. Geht auch noch genauso spannend weiter durch das gesamte Buch Genesis in den Exodus hinein. Erst bei Numeri, da kommen Statistiken. Aber da haben sie ein bisschen was zu tun, bis sie dann. Lohnt sich wirklich, diese Geschichte zu lesen. Für uns interessant, Opfer. Das Opfer scheint in der Beziehung Gott-Mensch zu bestehen. Denn die Menschen wollen Gott etwas geben, treten mit ihm in Beziehung. Im Alten Testament heißt es später, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist. Der Mensch, der betet, opfert. Mit Gott in Beziehung treten ist das Opfer. Im Hochgebet heißt es, nimm uns als heiliges und lebendiges Opfer an. Wir müssen Gott nicht versöhnen. Die Tatsache, dass wir hier vor dem Altar stehen, das ist das Opfer. Wir sprechen mit Gott. Von Kreuzesopfer sprechen wir übrigens deshalb, und das ist ja das, was hier passiert, deswegen ist das auch eine Opferung, weil wir hier mit Gott in Beziehung treten. Von Kreuzesopfer sprechen wir übrigens deshalb, weil Paulus es genau in diesem Sinn verstanden hat. Die frühen Christen hatten ein großes Problem. Wie kriegt man das Paradox von Kreuz und Auferstehung übereinander? Ist ja nicht nur schwer genug, den Leuten begreifbar zu machen, der Tote lebt wieder. Ist ja eine verrückte Idee, die man da behauptet. Aber Paulus führt im 1. Korintherbrief ja sogar einen Beweis, einen Zeugenbeweis an. Aber jetzt müssen Sie erstmal klar machen, Kreuzestod galt als Ausweis der Gottverlassenheit, Auferstehung ist Ausweis der Gottgewirktheit. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet, merkwürdig. Paulus kommt dreimal in seinen Briefen darauf zu sprechen. Im Römerbrief, im Galaterbrief und im 2. Korintherbrief. In letzterem sagt er, Kapitel 5, Vers 21, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm.
Er hat den, der keine Sünde kannte, Jesus, Sohn Gottes, für uns zur Sünde gemacht. Sünde ist die Gottverlassenheit. Das Kreuz, am Kreuz sterben lassen, damit mit uns was passiert, damit wir gerecht gemacht werden. Modern gesprochen heißt das, in Jesus identifiziert sich Gott total mit unserem Schicksal. Er zeigt uns, er ist uns nicht fern. Er kennt unser Schicksal, wie es im Hebräerbrief heißt. Zu unserem Schicksal gehört der Tod. Deswegen muss auch Jesus sterben. Er stirbt aber den schlimmsten aller denkbaren Tode, damit auch die, die diesen Tod, wenn man so sagen will, verdient haben, wenn man es denn überhaupt sagen kann, sich mit ihm identifiziert wissen. Jetzt gilt der Umkehrschluss. Wenn er sich mit uns schon bis in den tiefsten Tod hinein identifiziert, heißt das, dass selbst die Schwerstverbrecher, die am Kreuz berechtigterweise, in Anführungsstrichen, sterben, jetzt wissen, wir können zu Gott kommen. Christus zeigt uns im Prinzip durch Kreuzestod und Auferstehung der Basis unseres christlichen Lebens schlechthin, dass wir alle vor den Thron Gottes treten werden. Die Tür zu Gott steht allen offen. Jeder kann ohne Vorbedingungen hindurchtreten. Es gibt eine einzige Bedingung, man muss hindurchtreten wollen. Es wird keiner geschoben und gezerrt. Das ist außer Frage. Aber jeder, der will, kann vor den Thron Gottes treten. Jetzt taucht sofort eine zweite Frage auf. Wenn jeder da hintreten kann, kann man dann nicht leben, wie man will? Muss man sich dann an Regeln halten? So haben die Korinther gedacht. Der erste Korintherbrief legt da berät solches von ab. Da sagt Paulus, ja, nein, eigentlich nicht, weil wir natürlich schon der Liebe Christi gemäß leben sollen. Gott schafft eben Gerechtigkeit. Wenn jemand hier auf Kosten anderer lebt, kommt er auch in den Himmel. Aber Paulus formuliert es so, er hat ein Haus aus Holz, Holz und Stroh gebaut. In dem Feuer der Liebe Gottes bleibt da nicht viel übrig. Der hat immer noch ein paar Fundamente und kann da vielleicht drauf zelten, aber das muss für die Ewigkeit dann reichen. Hat jemand hier im Leben ein Haus aus Gold, Silber und Edelstein gebaut? Können Sie nachlesen, 1 Korinther 3, Verse 16 um die Kante rum. Dann wird das auch im Feuer der Liebe Gottes Bestand haben. Also auch wenn alle zu Gott kommen, wird Gott da trotzdem Gerechtigkeit aufrichten. Ist ein eigenes Thema, behandeln wir hier im Rahmen eines Abends auch nochmal. Aber das ist die Idee, die wir hier feiern, im Kreuzesopfer. Opfer deshalb, weil Christus uns gezeigt hat, diese Verbindung zu Gott ist prinzipiell für jeden möglich. Deswegen sprechen wir hier von Opfer, deswegen sprechen wir von Kreuzesopfer. An einer Stelle im Hochgebet machen wir das auch deutlich. Denn wenn der Priester die Worte Jesu beim letzten Abendmahl vergegenwärtigt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis, spricht der Priester oder Diakon Geheimnis des Glaubens. Und dann antwortet die Gemeinde, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da wird alles drin zusammengefasst. Wenn der Priester, / Diakon, sagt, Geheimnis des Glaubens, dann sagt er nicht, was hier geschieht, kann kein Mensch begreifen, sondern es ist ein Geheimnis des Glaubens. Wir, die wir glauben, haben dieses Geheimnis verstanden und bekennen es. Wir erblicken den tieferen Sinn dessen, was hier geschieht. Wer noch nicht eingeführt ist oder nicht glauben kann oder wie auch immer, dem wird das Geheimnis voll bleiben, der wird es nicht verstehen. Wenn wir aber bekennen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, das ist das, was hier geschieht, ne? Wir vergegenwärtigen den Kreuzestod Christi. Deine Auferstehung preisen wir. Leib und Brot und Wein können nur dann zu Leib und Blut Christi werden, wenn er auferstanden ist. Das ist ein Auferstehungsbekenntnis. Er ist ja gegenwärtig unter uns. Er ist eben nicht tot geblieben. Deshalb preisen wir es. Bis du kommst in Herrlichkeit. Wir stehen hier im Thronsaal Gottes. Wir erhoffen seine Wiederkunft. Diese Feier hier ist quasi das Angeld auf das Himmelreich. Im Himmelreich werden wir keine Eucharistie mehr feiern, weil wir dann am Thron Gottes selbst stehen. Aber in der Zeit bis dahin hat Christus uns quasi dieses Geschenk gemacht, mit dem wir, ich würde mal sagen, etwas flapsig uns über Wasser halten können, bis er kommt in Herrlichkeit. Das heißt, sie haben in diesem Geheimnis des Glaubens, kommt alles auf den Punkt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Jetzt war da noch eine Frage vorhin. Nee, ich wollte einfach nur was sagen, dass die ersten Christen Jesus dargestellt haben am Kreuz so. Also nicht wie im Mittelalter, dass er unter Qualen ist. Ja. Wahrscheinlich wollten sie da zeigen, er ist zwar am Kreuz gestorben, sieht aber lebendig aus, weil er lebendig ist. Ja, es kommt ja noch viel schlimmer. Die ersten Christen haben gar keine Kreuze dargestellt, weil es ein Fluchtod war. Ne? Die älteste christliche Kreuz, die älteste öffentliche, muss ich sagen. Die älteste öffentliche Kreuzesdarstellung ist Santa Sabina in Rom, Portaltür in Santa Sabina in Rom, datiert etwa auf das Jahr 422. Da steht er so, wie Sie es gesagt haben. Wir können durch die Kirchengeschichte immer wieder verschiedene Interpretationen haben. Das hat wahrscheinlich etwas mit den Lebensumständen zu tun. Mag ist er der Leidende,
der Sterbende, mit dem wir uns als Menschen, weil wir vielleicht Leid erfahren haben, identifizieren können. Mag ist er der Sieger, der das Kreuz schon als Siegerpose hat. Vielleicht dann auch, wenn wir den Blick besonders dahin richten sollen. Also da gibt es in der Romanik zum Beispiel. In der Romanik. In der Romanik, da haben sie oft so diesen leidenden Christus. Nee, eben da nicht. Ja, sie haben doch den Salvator. Ja, dann ist es umgekehrt. Ja. Das heißt, sie haben das manchmal eben, dass dieses Aufschauende da ist, das Kreuz als Auferstehungszeichen, und manchmal dieses gebeugte, erdverbundene Sterbende, wo man dann das Gerokreuz, im Kölner Dom, oder ja mehr am, dann so hängt, ne, wo der Tod erschlagen wurde. Die ersten Kreuze waren doch die Salvatorkreuze, als großer Held. Ja, wie gesagt, das älteste Kreuz ist Santa Sabina in Rom, da sieht er nicht tot drauf aus. Da ist er als Auferstandener am Kreuz, er steht aufrecht da, das ist so ein bisschen die johannäische Theologie, wo er das Kreuz quasi aus freien Stücken besteigt, wie einen Thron. Das hängt sehr von den Zeitumständen an, wie das dargestellt wird, aber Kreuz bleibt Kreuz. Er ist gestorben, er ist von den Toten auferstanden. Hier feiern wir, vergegenwärtigen wir Tod und Auferstehung, wir nehmen im Prinzip daran teil. Nicht als Wiederholung, nicht bloß bloße Erinnerung, sondern wir sind dabei. Ne? Dann habe ich noch eine Frage zu Messen, die in freier Natur stattfinden. Hat man dann einen portablen Altar oder darf man dann... Also in der katholischen Tradition, also natürlich können Sie, wenn Sie jetzt von Leichnam oder sonst wo draußen sind, dann wird das sicherlich schon mal vorkommen, dass Sie einen normalen Tisch haben, der wird gedeckt, dann kommt korporal drauf, alles ist gut. In der Regel werden Sie aber in Kirchengemeinden portable Altäre haben. Die haben dann ausgespart ein Viereck, wo eine Steinplatte eingelegt wird, die das hier, was auf den Altären im Großformat gezeigt wird, im Miniaturformat hat. Also Sie haben eigentlich immer, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Also wenn man jetzt einen normalen Tisch hat, wird das auch gültig sein, das ist nicht die Frage. Aber eigentlich haben Sie zum Beispiel bei so Freiluftmessen immer so einen portablen Altar, wo dann eine Aussparung ist, wo so eine viereckige Steinplatte reinkommt, die man das dann im Mini-Format hat, wo auch ein Reliquiar drin ist, wo man die fünf Kreuze hat und so weiter. Ich kann nicht. Wir haben das also auch immer sehr schön empfunden, wenn wir also auf der Wallfahrt waren, dass wir dann irgendwo, aber einen Tisch, der also da zur Verfügung stand, wenn wir an diesem Tisch die Messe feiern konnten, und dann waren wir auch alle um diesen Altartisch versammelt. Ja. Also das war eine sehr schöne Gemeinschaft und auch ein sehr, sehr schönes Empfinden dieser Feier. Das ist übrigens ein Gedanke, den ich jetzt nochmal aufgreife. Das habe ich vorhin vielleicht nicht deutlich genug erwähnt oder bin da zu schnell drüber weggegangen. In der alten Liturgie bis 1970 vor dem Konzil gab es eine Gebetsrichtung, die Hinwendung nach Osten. Osten, lateinisch Orient, sich orientieren, sich nach Osten richten. Ausrichten, der Osten als Ort der Aufbildung, die dann Symbol für den auferstandenen Christus war. Der Priester betete früher mit dem Gesicht nach Osten, mit dem Rücken zum Volk gewandt, und mit dem Volk und für das Volk nach Osten beten, Celebratio ad Orientem. Das Konzil hat diesen Gedanken, den Sie jetzt ins Spiel dringen, bestärkt, denn die alten Texte sprechen ja schon von den Circumstantes. Wir versammeln uns um Gott, Gottes Thron in der Mitte. Das ist die Idee, die heute die Eucharistiefeier beherrscht. Deshalb kamen die Altäre nach vorne. Der Priester wechselt auf die andere Seite, um wenigstens andeutungsweise so eine Versammlung deutlich zu machen. Was aber in den klassischen Wegekirchen, also eine klassische Kirche ist eine Wegekirche, kann man das sinnfällig eigentlich nur andeutungsweise in den Messdienern verdeutlichen, bei den großen Sonntagsgottesdiensten. Moderne Kirchenbauten sind rund, um quasi in der Architektur schon diese Versammlung deutlicher hervortreten zu lassen, die Zentralbauten, ne, da hat man das schon deutlicher ausgeprägt. In Gruppengottesdiensten hat man das seit der liturgischen Bewegung, seit 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, hat man so angefangen, um eigentlich dieses neue liturgische Empfinden da stärker hineinzubringen. Ne, ganz genau. Jetzt weiß ich nicht, Sie waren da. Erinnerung an meine früheste Kindheit, Zeltlager, kam der Kaplan und hat einen Stein mitgebracht, mit diesem, das was Sie sagten. Ja. Und darauf hat er dann mit uns auch im Kreis die Lagermesse gefeiert. Ja. Ohne Stein, sagt er, geht das gar nicht. Sehen Sie. Hat er vielleicht mal gerade konsekriert fünf Kreuze drauf gemacht. Nein, aber die Idee, wenn wir jetzt noch weitergeht, mit Blick auf die Uhr will ich das nicht zu stark vertiefen. Ein Altar soll aus Stein sein, fest im Boden verankert, eigentlich sogar im Erdreich gegründet. Um da auch da nochmal so eine Verbindung durchzuführen. So soll es eigentlich sein. Ne?
Also bei manchen Altären hier in der Lorenzus-Basilika steht zum Beispiel ein Holzaltar. Da hat man dann wieder so eine Aussparung mit so einer Steinplatte. Aber die eigentliche Sinnfälligkeit ist, Thron Gottes fest in der Erde gegründet, ein Steinaltar. Von daher ist diese Symbolik gar nicht von den Haaren herbeigezogen. Gut, das Hochgebet mündet in das Vaterunser, das Gebet des Herrn, an das sich der Friedensgruß anschließt. Wir sollen ja, bevor wir zum Altar hintreten, uns mit dem Nächsten versöhnen, daher der Friedensgruß an dieser Stelle. Heute ist der Friedensgruß oft etwas, wo ich den Eindruck habe, da geht es manchmal über Tische und Bänke, wenn man sich das Friedenszeichen gibt, etwas, das mich sehr verwundert. Da ist plötzlich so ein Leben drin, dass ich mich manchmal frage, wo war denn das vorher? Das ist so, als wenn man da plötzlich etwas freigegeben hätte, was vorher gezügelt war. Finde ich bemerkenswert, weil ich sage, eigentlich sollte doch diese Freude, die beim Friedensgruß herausbricht, vorher schon da gewesen sein. Ist durchaus mal eine kritische Anfrage an unsere Feierkultur, warum sich da Sachen plötzlich so auf diesen Ritus des Friedensgrußes konzentrieren, die vorher auch schon da sein könnten. Nach dem Friedensgruß kommt ein Agnus Dei, das gehört wieder zum Ordinarium, also nochmal eine Anrufung jetzt des in den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtigen Jesus als Lamm Gottes. Ist auch etwas, das in der Liturgie, die in der Offenbarung des Johannes, mit der himmlischen Liturgie, die in der Offenbarung des Johannes dargestellt wird, zusammenhängt. Und jetzt kommt die Kommunion. Die Gläubigen schreiten nach vorne, um den Herrn in der Gestalt des Brotes zu empfangen. Die ursprüngliche Feiergestalt war immer der Empfang unter beiderlei Gestalten. Das ist im Mittelalter, als die großen Seuchen da waren, hat man sich Gedanken darüber gemacht, weil für uns Katholiken wichtig ist, ein Brot, ein Kelch aus dem Alle trinken als Zeichen der Einheit. Und wenn alle aus einem Kelch trinken, ist das natürlich eine hervorragende Quelle, um durch Schmier- oder Tröpfcheninfektion da was weiterzugehen. Das hatte man offenkundig im Mittelalter schon geahnt. Und da gibt es eine Lehre, die da entwickelt worden ist, die sogenannte Konkomitanzlehre, die besagt, der ganze Christus ist natürlich in jedem Tröpfchen Wein genauso vollständig gegenwärtig wie in jedem Partikelchen des gewandelten Brotes, der Hostie. So dass es reicht, wenn wir nur die Hostie empfangen und dann den ganzen Christus empfangen. Das führt dann dazu, dass wir heute in der Regel in den Gottesdiensten nur in Anführungsstrichen die Hostie empfangen, weil wir auch da den ganzen Christus haben. Heute behält man das in der Regel aus Gründen der Praktikabilität bei. Man könnte den Kelch auch austeilen, was man ja bei kleineren Gottesdienstgemeinschaften durchaus tut. Einmal im Jahr muss er angeboten werden, das am Gründonnerstag, weil das ja der Tag ist, an dem es das Abendmahl eingesetzt ist, der besondere Gedenktag. Da muss der Kelch gereicht werden. Ob Sie ihn nehmen, ist eine andere Frage, aber er muss zumindest gereicht werden. Wir haben doch bisher immer gesagt, dass Jesus, Gott, immer und überall anwesend ist. Warum brauchen wir denn da noch eine Wandlung? Das ist eine super Frage. Ich habe vor Jahren mal mit Afrikanern zusammengesessen, die verstehen das überhaupt nicht, weil sie sagen, wir haben ihn doch einmal empfangen, er ist doch jetzt immer bei uns. Da ist was dran. Ich glaube nur, dass wir Menschen von unserer Condition Mana, von unserer Bedingtheit so sind, dass wir immer wieder so eine Anregung, so eine Erinnerung brauchen. Ich sage das mal so, wenn ein Mann seine Frau inbrünstig liebt, umgekehrt gilt das auch, aber ich bin halt ein Mann, und er liebt seine Frau und die Frau weiß das auch irgendwie, aber er zeigt es ihr nie, dann entsteht irgendwann dann schleift sich das so ein. Wenigstens an bestimmten Tagen, Hochzeitstag oder an bestimmten anderen Tagen, sollte da mal ein Zeichen der Liebe herüberkommen. Ne? Ob da ein Blumenstrauß oder ein anderes schönes Geschenk. Also die Liebe muss irgendwo gefeiert werden. Etwas, was immer da ist und unzweifelhaft da ist, muss hervorgehoben werden. Wir Menschen brauchen das, weil wir es begreifen wollen. In diesem Sinne ist die Eucharistie, tut dies zu meinem Gedächtnis, eine Vergegenwärtigung, die wir Menschen brauchen. Gott braucht das nicht. Er hat es uns gegeben, für uns Menschen. Deswegen heißt Liturgia Werk für das Volk. Es ist Gottesdienst an uns, damit wir die Hoffnung nicht verlieren, damit wir den Glauben aufrechterhalten. Das ist quasi eine stete Erinnerung an uns. Nennen Sie bürotechnisch eine Wiedervorlage, dann was nicht vergessen. Ich weiß jetzt in dem speziellen Fall, dass Sie BVB-Fan sind. Es reicht ja nicht. Ich auch. Es reicht ja nicht, dass Sie einmal im Stadion gewesen sind. Ne? Sie wollen ja immer wieder ins Stadion gehen. Ne? Spiel ist ja auch immer irgendwie anders. Jetzt könnten Sie sagen, die Messe ist doch immer gleich. Nicht ganz. Wir haben ja ein Proprium. Jeden Sonntag wird eine andere Geschichte vorgelesen. Hier werden andere Texte vorgetragen.
Also es ist eigentlich etwas, was wir Menschen brauchen, weil wir halt so sind, wie wir sind. Rein faktisch gesprochen, weiß ich halt eigentlich, ich bin getauft, ich bin gefirmt, ich habe einmal die Kommunion empfangen, alles Wichtige ist passiert. Aber ich brauche als Mensch diese ständige Selbstvergewisserung, damit ich nicht quasi mich im Alltag selbst versande. Wir Menschen brauchen diese Riten, diese Rhythmen, um immer wieder aus dem Alltag herausgehoben zu werden, wie ich eingangs zitierte, Quelle und Höhepunkt. Dazwischen ist der Alltag, den wir nur bestehen können, weil wir aus der Quelle in den Alltag gehen und wieder auf den Höhepunkt zustreben. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Mhm. Soll ja Leute geben, die leben von Bundesligaspiel zu Bundesligaspiel. Ist jetzt eine sehr profane Interpretation, aber manche Leute versteht es vielleicht besser. Okay, nach der Kommunion ist der Kommunionempfang mit einer, ja, ich male da oft so eine etwas graue Fläche. Es ist vielleicht der persönlichste Moment im Gottesdienst, weil da jeder Gläubige, jede Gläubige seine Beziehung zu Christus und zu Gott in einer besonderen Weise sich zu Bewusstsein bringt, weil man vielleicht ein bestimmtes Gebet spricht, weil man an seine Angehörigen denkt, weil man vielleicht einfach nur still ist. Es ist ein sehr persönlicher Moment, den die einzelnen Gläubigen für sich gestalten. Danach kommt dann das Schlussgebet, das im Wesentlichen auch wieder dem liturgischen Dreischritt erfolgt, mit der Ausnahme, dass das, was Gott für uns tut, sein Wort, jetzt das ist. Wir blicken quasi auf das zurück, was Gott gerade an uns getan hat. Nach dem Schlussgebet kommt der Segen. Und nach dem Segen ist Auszug. Und dann ist die Messe. Ja, eigentlich ja, eben nicht aus. Also die Sendung. Ja, die ist ja mit dem Segen ja verbunden. Ich schreibe ja dabei, die Entlassung. Und jetzt ist eben die Messe nicht aus, weil wir im Deutschen zwar an dieser Stelle hören, geht hin in Frieden. Und das geht in den Frieden, hört sich immer so ein bisschen an, bleibt friedlich, jetzt ist gut. Das Lateinische heißt eigentlich ite missa est, geht, ihr seid gesendet. Und darin wird eigentlich diese Beziehung von dem, was wir hier gefeiert haben und dem, was jetzt im Alltag quasi geschehen soll, viel deutlicher in der lateinischen Intention. Mal das ite missa est, Messe kommt von diesem Missa est. Es ist eben der große Sendungsgottesdienst, wenn man so will. Das ist jetzt die Dramaturgie und der Ablauf der Eucharistiefeier. Ich werde das gleich noch abfotografieren und dann als Kommentar ins Netz stellen, damit man das auch etwas näher sehen kann, sich nochmal etwas näher angucken kann. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf eine Sache hinweisen, weil ich den Vorhang ja schon zweimal, glaube ich, mittlerweile erwähnt hatte. In Anlehnung an diese Begebenheit, die Mose widerfahren ist, auf die übrigens Paulus im 2. Korintherbrief im 3. Kapitel nochmal zu sprechen kommt, verhüllen die Juden bis heute in den Synagogen das Zeichen der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Das ist in einer Synagoge der Tora-Schrein. Der Tora-Schrein, Tora ist ja das Bundeszeichen der Juden, der Tora-Schrein wird als Tabernakel bezeichnet. In einer römisch-katholischen Kirche steht auch ein Tabernakel und er beinhaltet unser Bundeszeichen, nämlich den Leib Christi, der den Bund am Kreuz ja mit uns geschlossen hat, heißt auch Tabernakel. Wir haben im Tabernakel eine ganz enge Verbindung zum Judentum, weil es beides mal um den Bund geht, bei uns Christen freilich in der von uns so gesehenen Neuinterpretation des Bundes. Von der Paulus ja sagt, das ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird. Und siehe da, wir haben im Tabernakel diesen Vorhang, der ist da. Zwei Teile. Aber es ist ein geteilter Vorhang. Wieso? Als Jesus am Kreuz stirbt, heißt es in den Schriften, zerriss der Vorhang im Tempel. Was für ein Vorhang im Tempel? Als König David etwa im Jahr 1000 vor Christus die Stadt Jerusalem erobert, will er Gott in dieser Stadt einen Tempel errichten. Er darf nicht, weil Gott sagt, ich lasse mich doch nicht in meinem Haus, in einem Haus einsperren. Mein Platz ist mitten bei meinem Volk, in einem Zelt habe ich unter ihm gewohnt. Was war geschehen? Die beiden Steintafeln, die Mose am Sinai bekommen hatte, wurden in einen Holzschrein, die sogenannte Bundeslade, gelegt. Das war das Zeichen der Gegenwart Gottes. Diese Bundeslade wurde bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel mitgeführt. Immer dann, wenn das Volk lagerte, wurde zuerst das Bundeszelt aufgebaut und dann lagerte das Volk Israel die Stämme in einer bestimmten Ordnung da drumherum. Deswegen kann Gott sagen, in einem Zelt habe ich unter ihnen gewohnt. Tabernakulum heißt Zelt, auf Deutsch übersetzt. König David darf keinen Tempel bauen. Erst sein Sohn Salomon wird einen Tempel errichten. In diesem Tempel gab es einen Raum, das Allerheiligste.
In diesen Tempel brachte man die Bundeslade und weil man die Herrlichkeit Gottes ja nicht unverhüllt anschauen durfte, wurde dieser Raum mit einem Vorhang abgehangen. Dieser salomonische Tempel wird im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern zerstört. Die Bundeslade gilt seitdem als verschollen. Zur Zeit Jesu steht in Jerusalem der herodianische Tempel. Auch dieser hatte einen Raum, das Allerheiligste, das jetzt in Ermangelung der Bundeslade freilich leer war. Trotzdem wähnte man da die Scherina, die Herrlichkeit Gottes, gegenwärtig. Deshalb auch dieser Raum mit einem Vorhang abgehangen. Und jetzt zerreißt im Moment des Todes Jesu genau dieser Vorhang im Tempel. Der sollte ja die Herrlichkeit Gottes verhüllen. Wenn der im Moment des Todes Jesu zerreißt, heißt das nichts anderes, als dass am Kreuz die Herrlichkeit Gottes auf eine Weise offenbar geworden ist, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht. In einer Synagoge haben wir den Vorhang im Tempel als Ganzes vor der Tora, vor dem Toraschrein. In der katholischen, in einer römisch-katholischen Kirche tritt an die Stelle der Tora unser Bundeszeichen, der Leib Christi. Und siehe da, da ist der Vorhang im Tempel freilich geteilt, ist der zerrissene Vorhang im Tempel. Jeder Tabernakel hat so gesehen einen Bezug zum Tempel in Jerusalem, aber in einer Neuinterpretation, weil für uns die Herrlichkeit Gottes am Kreuz offenbar geworden ist. Bitte. Sie sagten eben, bis zum Tempelbau lebte die Bundeslade in Zelten. Wie, ja, oder wie war denn Bethel gemeint? Das muss auch, das war dann müsste, dann müsste, das ich jetzt meinen, müsste ich jetzt meinen in Jerusalem lebenden Freund und Mitstreiter bei unserem Weblog.de Werbung, Thiel Marken Steiner, befragen. Ich habe vorhin gesehen, dass er sich zugeschaltet hat. Ich weiß nicht, ob der noch zuguckt. Wenn er zuguckt, dann kann er vielleicht einen kurzen Kommentar dazu schreiben, wie in Bethel die Bundeslade aufbewahrt worden ist. Da bin ich jetzt aktuell total überfragt, müsste ich für nächstes Mal nachgucken. Oder der Kollege Steiner hinterlässt uns vielleicht einen Kommentar. Das heißt, der Haus des Herrn. Ja, absolut. Und das kann ja, ja kein Zelt gewesen sein. Wir warten mal, ich werde ihn mal fragen, wenn er entweder schreibt das gleich oder ich werde ihn fragen, die Antwort muss ich Ihnen jetzt schuldig bleiben, aber ich werde sie nachreichen. Ja? Die 90 Minuten für unseren Abend heute sind rum. Wir haben heute mit der Ewigkeit gehandelt. Ich hoffe, dass es Ihnen vielleicht etwas hilft, bei der nächsten Eucharistiefeier manches vielleicht noch bewusster mitzufeiern. Sie sehen, dass der Gottesdienst, wie wir ihn jetzt hier haben, harmonisch so gewachsen ist. Der ist nicht erfunden worden. Da ist niemand gewesen, der hingegangen ist und gesagt, jetzt feiern wir mal so Gottesdienst. Er hat sich so, wie wir ihn jetzt hier haben, über 2017 Jahre hinweg aus diesen drei genannten Quellen heraus entwickelt. Der letzte große Entwicklungsschritt liegt jetzt gerade 47 Jahre zurück. Das war die Liturgiereform 1970, wo der letzte größere Schritt war. Wenn wir uns hier in dieser Runde, sagen wir mal, in 300, 400 Jahren zusammenfinden würden, dann werden wir vieles von dem noch wiederentdecken, aber vielleicht ist dann in der Liturgie noch manche Weiterentwicklung gewesen, weil die Liturgie eben auch lebendig durch die Zeit, das ist was Lebendiges, was sich durch die Zeit mit den Zeiten entwickelt, ohne dass man es einfach so verändern kann. Mir würde es Freude machen, wenn Sie manches tiefer mitfeiern könnten, dann hätte dieser Abend mehr als Sinn gemacht. Wenn Sie ansonsten wiederkommen möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen, das in 2 Wochen zu tun. Und zwar am 8. März. Dann wird es um das Vater Unser gehen, hier in diesem Raum und in dieser Runde. Und ich hoffe, dass wir uns dann oder sonst zu einem späteren Zeitpunkt wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause, alles Gute.